Hallo. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur Folge 77. Schnappst du? So sieht's aus. Ja. Oh Gott. Ey, wir haben schon wieder so viel Käse gemacht, eben gerade, dass man ist ein bisschen abgeweicht vom eigentlichen Thema. Wir haben Jens völlig ignoriert. Wow. Das ist vollkommen okay, ich bin es ja gewohnt. Oh Gott, Jens! Was ist los? Nein, nein, Spaß, okay. Beiseite. Spaß beiseite. Ja. Wir fangen ja heute gerade erst an und wir haben den wundervollen Jens da von Bonjour. Guten Tag, ich bin Jens von Bonjour. Hallo Jens von Bonjour. Hallo Jens von Bonjour. Wie geht Hallo. Es euch? Das machen wir später. Okay. So nicht. Los. Jetzt unterbricht das hier nicht, ja? Okay, Entschuldigung. Mir geht's gut, danke. Slappy, und dir? Gut, danke. Und dir, Sally? Passt schon, ja, alles gut. Und Jens, wie geht es dir? Ich habe diese Schraube gefunden, ich weiß nicht, wo sie hingehört. Ich werde wahrscheinlich den restlichen Abend daran rumspielen und herausfinden, wo die hingehört. Weil ich breche mir gleich einfach alles zusammen und gucken wir mal. Jens. Bevor wir jetzt hier groß einsteigen, ich denke nicht, dass alle Leute dich kennen. Vielleicht möchtest du dich ganz kurz mal vorstellen, was du hier überhaupt machst und was für eine Funktion du auf Twitch hast. Und dann musst du natürlich auch deine Twitch-Visitenkarte hochhalten, mit wie viel Subs, wie viel Viewer, Follower, das ganze Ding. Ansonsten läuft hier erstmal gar nichts, sonst fängt das Gespräch nicht an. Oh. Kann ihr euch das Schreiben vom Finanzamt hochhalten, was ich hier bekommen habe? Die Vorladung? Nee, also ich fange erstmal an, mich vorzustellen. Hallo, mein Name ist Jens. Ich bin Teil von dem super tollen Bonjour. Bei Bonjour bin ich unter anderem Streamer, aber kümmere mich dort auch um größtenteils eigentlich um das ganze Business. Ja, oh, guck mal, da kommt gerade die Pizza. Sehr schön. Und ansonsten... ich mache bei Bonjour neben Streaming, Moderation, Event-Moderation und sowas alles, mache ich halt ein bisschen Sales, ein bisschen Marketing, Partnerakquise und auch Consulting für Firmen. Bin häufiger auf irgendwelchen Veranstaltungen, halte da Vorträge und mache da ein bisschen Pressearbeit für Streamer und erkläre den ganzen Firmen, wie diese schöne Welt des Streaming funktioniert heutzutage und was es überhaupt ist und was Gaming ist und E-Gaming. Was die Leute mal sagen, schrecklich darüber Zeit. Was sagen die Leute immer? Ü-Gaming? Ja, zu E-Sport sagen die mal E-Gaming. Ach. Also elektronisches Gaming. Ich habe Ü verstanden, so wie Ü30. Also das was? Auch. Ü-Gaming? Was ist das denn? Ü-30 Gaming. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Ich glaube, wir sind alle Ü-30. Ich bin 33. Wie alt? Was? Ich bin 28. Ja, geil. Dann passt das ja heute. Original, geil. Dann können wir ja mal den Rentnerschnack machen heute. Oh, ich habe auch echt Rücken heute, ne? Ich bin heute viel unterwegs gewesen. Hör mal auf, mit Rücken. Der Ischias. Mein Mann hat gestern so schlimm Rücken gehabt, dass ich ihm die Socken anziehen musste. So was? Schlimm. Ja, ich habe ihm aber Muskelrelaxat verpasst. Der läuft gerade so. Das ist ziemlich tiefenentspannt. Ich habe meinen eigenen CV hier, den Matteo, aber der ist jetzt ja gerade streamen. Normalerweise kümmert der sich um mich. Eigentlich kümmere ich mich den ganzen Tag um ihn. Sagen wir es, wie es ist. Aber ich hoffe, irgendwann habe ich ihn so weit erzogen, dass er sich dann auch um mich kümmern kann, wenn ich noch älter werde. Wie waren denn eure letzten zwei Wochen? Lasst uns mal das Eis brechen. Ach so. Also, die letzten zwei Wochen waren anstrengend. Man geht so gerade meine Stimme direkt instant weg. Wir waren ja auf der Gamescom. Wir haben dort den offiziellen Stand von Twitch. Die letzten zwei Wochen. Wir sind schon im September. Ja, wieso? Die letzten zwei Wochen, die Gamescom ging noch bis zum 25. Warte mal, wie viel ist denn heute? Heute ist der 16. 16. Ach du Scheiße. Ah, okay, sorry. Alles gut, erzähl ruhig weiter von der Gamescom. Ja, okay, ich habe gedacht, das ist noch nicht gar nicht so lange her, das ist ja schon über 3,5 Wochen her, stimmt. Guck mal, ich bin mega verwirrt. Wir waren auf der Gamescom, Twitch-Bühne, gestreamt von dort, haben viele Gäste gehabt, ich habe dich da gesehen, habe dich geküsst, es war sehr schön. Dann waren wir
in Husum, haben dort unsere erste Community-LAN veranstaltet bei der NGC in so einem geilen neuen, unfassbar modernen, also ernst gemeint, unfassbar modernen Messezentrum, das in Husum gebaut wurde. Ich weiß nicht, warum dort, aber es ist unfassbar geil gewesen, also sehr high quality dort gewesen, auch wenn es am Arsch der Welt war. Und ja, letzte Woche, also es war übrigens eine sehr schöne Veranstaltung, die Community war da, wir haben daraus ein bisschen Community Meet and Greet gemacht und ja, eigentlich zusammen halt zocken, was wir halt so machen. Und eine LAN-Party dazu. Ja, und letzte Woche war ich auf dem Exco und habe dort auch wieder Vorträge gehalten. Ja, das waren so die letzten 2, 3,5 Wochen. So. Und viel gestreamt, nebenbei auch noch. Ja, viel World of Warcraft gespielt. Willkommen im Club. Punkt. Und bei euch beiden? Ich war nach der Gamescom richtig krank. Ich war erst ein bisschen krank. Habe ich weiter gestreamt. Dann war ich sehr krank und bin eine Woche lang mit Antibiotika gelegen. Zwischendrin habe ich gar nichts gemacht. Und danach bin ich zurückgekommen, habe Sims 4 gespielt. War gestern auf Züricher Gameshow. Oh ja, wie war das? Wie war das? Überschaubar. Was heißt überschaubar? Überschaubar. Ach so. Also wie die Fantasy Basel quasi. Oh, nein. Noch überschaubarer. Nein. Oh, viel überschaubarer. Ah, okay, ja. Ja. Ja, sie war das zweite Mal. Sie soll diesmal doppelt so groß gewesen sein wie beim ersten Mal. Es gibt überall frisches Obst. Also Obst und Salate konntest du da überall kaufen. Das Mineralwasser hat 5 Franken gekostet, das ist ganz normal. Ne? Untere Halle war da waren überall Tattoo. Da konntest du dich überall tätowieren lassen. Und Metro konnte man anspielen. Nintendo hat einen großen Stand gehabt. Ja, war ein bisschen was da. Ganz oben war Cosplay und die Merch-Abteilung wieder. Und ganz, ganz oben war Modellbau. Das war echt nicht schlecht. Ui. Das war eine Riesenhalle mit, also eine gigantisch große Zuglandschaft, die aufgebaut worden ist von der Null bis zur sonst was Lokomotive. Da sind ja umso kleiner die Zahlen, ne? Umso kleiner auch die Lokomotive. Null ist da, glaube ich, das Mini. Und dann konntest du zusehen, wie die Sachen bemalt worden sind und wie der das Gras besprüht hat. Gleichzeitig gab es dann Tabletop, wo du zugucken konntest. Super komplex, riesen Aufbauten. Da bist du nur so davor gestanden, so, ja, da sind Würfel. die benutzt man sicher. Und Magic wurde gespielt und Yu-Gi-Oh! Also das war die obere Halle. Es gilt immer, eine Etage gilt als 2 Hallen. Das war die schönste. Die hat mir am besten gefallen. Man konnte Drohnen zusehen, wie Drohnen geflogen sind im Parcours und im Ganzen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das war wirklich gut. Ansonsten, es war ruhig. Vielleicht, weil man gerade 2,5 Wochen vorher die Gamescom hatte und einfach, ne, war das für den Einblick, war das schon sehr entspannt. Man darf aber nicht vergessen, die Schweiz ist ein kleines Land. Es war entspannt. Überschaubar. Ich habe letztes Wochenende Spider-Man gespielt, aber wir haben uns ja schon letzte Woche gesehen, ne, Sonntag. Ja. Da haben wir schon alles quasi erzählt. Ansonsten diese Woche sehr entspannt gearbeitet und versucht ein bisschen wieder wie heißt das Spiel nochmal, Xenoblade Chronicles 2 reinzukommen, weil ja jetzt gestern oder vorgestern das DLC gedroppt ist und ich wollte ins Kampfsystem mich ein bisschen wieder einfinden, bevor ich das anfange. Habe ich gemacht, aber nur so ein bisschen für mich. Ansonsten sehr entspannt, gemütlich. Ich habe Hunger. Ich esse gleich einen von euch. Ich habe vergessen, meinen Snickers zu holen. Ich glaube, meine Freundin hat mein Essen vor die Tür gestellt und es dampft gerade so wunderschön rein, dieser Geruch. Ich wollte sowieso fragen, wie du das aushältst, wo ihr jetzt weißt, dass das Essen da ist und ich kenne das. Vielleicht sollten wir irgendwann mal einen Plankenschnack machen, wo wir alle gleichzeitig Armbrot essen. Da wäre ich gerne dabei. Cool. Social Eating im Plankenschnack. Ja. Und wir sitzen dann hier auch im Schlafanzug oder Bademantel. Ich hab keinen. Ich bin dann einfach nackt hier. Ich habe auch keinen, aber das war jetzt nur halt. Ich bin dann nackt und esse Käsefondue. Kein Problem. Ich esse dann Spaghetti Bolognese aus deinem Bauchnabel.
Spritzt so schön. Ah, egal, okay. Warte. Ja? Ich hab mit Titan Quest angefangen. Kennt ihr Titan Quest? Ja, klar. Ist von 2008 oder so kam das. Und das ist dieses Jahr für die Konsole erschienen. Und ich setze mich mit meinem Mann hin und wir spielen momentan zusammen Titan Quest. Das macht so viel Spaß. Verstehe nicht, warum so wenige Spiele in der Art rauskommen, die man zu zweit oder zu viert spielen kann. Es ist großartig. Titan Quest. Ein Oldie, der immer noch Spaß macht. Muss ich gerade mal gucken, was Titan Quest ist. Du kennst kein Titan Quest. Also wie Diablo? War ich noch draußen. Ja, von Tabletop halt von oben zu sehen und Loot und generiertes Loot und Set-Teile, die du sammeln kannst. Hast du Diablo, nur halt Diablo verschnittmäßig. Ja, das stimmt. Bisschen weniger hübsch als Diablo, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe mal kurz eine Frage zu diesem Talk hier. Kann ich einfach random da Sachen ergänzen zu? Also wenn klar, ich jetzt sage zum Beispiel, nein. Ey, was haltet ihr davon eigentlich? Denkt ihr, dass euer BlizzCon Diablo 4 raus announced wird? Was zum Beispiel, wo jetzt gerade beim Thema Diablo waren? Meinst du? Naja, ich glaube schon, weil die suchen ja super aktiv nach Level-Designern und so für Diablo-Franchise. Also irgendwas Diablo-mäßiges wird auf jeden Fall kommen. Letztes Jahr haben sie ja nur eine Klasse dazu gebracht, den Necromancer. Genau, den Necromancer. 2015. 2015 war das, genau. Ja, 2015, da saß ich in der Halle live, das weiß ich. 15? Ja. 15. Also ich hoffe entweder... Das ist nicht 3 Jahre her. Nee, zwei. Ich war 16 okay, in Amerika. Okay, dann war es nicht letztes, sondern vorletztes Jahr. Okay, ja. Das lasse ich gerade noch so. Da haben sie ihn angekündigt, aber erschienen ist er letztes Jahr. Februar 2017, genau. Ja! Aber ich glaube, also entweder die machen einen, also was ich richtig, richtig geil fände, wo ich auch sehr, sehr happy drum werde, Diablo 2 HD Remake. Das wäre der Shit, ja, positiv gemeint, oder halt einen komplett neuen Diablo-Teil, wo ich nicht weiß, ob die das Franchise noch weiter so aufbauen werden. Aber ein Diablo 2 HD Remake, Alter, habe ich da Bock drauf. Da habe ich meine LAN-Zeit, da habe ich so viele Stunden meines Lebens da drin verbracht. Wer nicht? Eieiei. Du klingst auch richtig motiviert. Echt nicht? Ja, oh, an mir ist Diablo damals komplett vorbeigegangen. Okay, du bist raus. Tschüss. Wow. Ich habe übrigens. Keiner meiner Freunde hat. Ich hatte zwei Freundeskreise, die Videospiele gespielt haben. Die einen waren mehr halt so Warcraft 3-mäßig unterwegs. Das wollte ich gerade sagen. Entweder hast du Warcraft 3 gespielt, genau, oder du hast Diablo gespielt. Die anderen waren Age of Empires. Ich habe beides gespielt. So. Ich habe auch Age of Empires gespielt. Nee, das habe ich nicht gespielt. Da war ich raus. Was hast du denn gespielt, Herr Nils? Tower Defense. Warcraft 3 in der Tat auf Laden. Auch gut. Ich habe, wie gesagt, alles gespielt. Oder Counter-Strike. Hab ich auch gespielt. Ja, das oder RTL Skispringen. Das habe ich nie gespielt. Ja, auch nicht. Oder, wie heißt das nochmal? Soldier of Fortune. Das habe ich, das, ey, das indiziert, das dürfen wir nicht forcieren, dass wir das, man darf das nicht positiv bewerten, aber wie ist das mit bei indizierten Spielen? Ja. Wir sitzen ja in der Schweiz. Wolfenstein wollten wir immer spielen, Enemy Territory, aber das war halt super scheiße, weil, gegen halt nur 6 Leute. Da waren immer nicht genug Menschen auf dem Server und da gab es noch nicht so krasses Internet. Aber Diablo, muss ich wirklich gestehen, Asche über mein Haupt, Diablo 2 habe ich nie gespielt. Ey, das war so geil. Ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr krass gespielt und ich habe dann immer Windforce Amazone gespielt und habe dann immer Sotrun gefarmt und ich war halt auf dem Battle.net-Markt in Europa und Deutschland, war ich so der Sotrun-Dealer vor den Herren. Da habe ich also Sotrun waren somit die stärksten Runen, die es damals gab. Und ich habe dann immer quasi Sotrun gegen nicht identifizierte Items getradet und habe die dann wieder bei eBay verkauft. Oh. Und das war noch Zeiten, ey. Da habe ich Geld mit nicht identifizierten Items von Diablo 2 verdient. Das war geil. Ach ja. Okay. Wie habt ihr die dann getradet? Das konnte man nur im LAN spielen? Ja, du konntest dann, du konntest das online spielen, Battle.net, ganz normal. Ich habe dann die Person geaddet in meine Freundesliste, dann haben wir eine eigene Lobby aufgemacht und dann haben wir halt dann die Anzahl der Sotrun gegen die Items getradet, beziehungsweise die haben natürlich zuerst Geld überwiesen und dann haben die halt einen Char bekommen, einen leeren Char, der halt die Items hat. So ging das halt.
Anzeige ist raus. Ja, ist eh zu spät. Ist schon verjährt. Na. Sag das nicht. Sag das nicht. Wenn ihr Wiesen das hört, Lizard, ich liebe euch trotzdem. Wie hießen die Runen? Bitte? Wie hießen die Runen? Sott. Sott. Also nicht mit N. Nee, nicht Mod. Sott. Ich habe damals Runes of Magic Sachen verkauft. Aha. Mhm. Aber aha. Richtig gut. Ja, richtig gut. Habe ich auch gemacht, Entschuldigung. Ich habe halt alles verkauft, ne, was damals digital war. Ich habe World of Warcraft Charaktere hochgelevelt und verkauft. Ich habe alles für Geld gemacht damals. Du warst jung. Ich war jung und brauchte das Geld. Ich habe halt gemerkt, dass man mit viel Geld machen kann. Ich habe mir einmal für 20 Euro WoW Gold gekauft von Ninja Farmern. China Farmer, nicht Ninja Farmer. Oder China Farmer. Noch ja. Schlimmer. Mhm. Arme Chinesen. Ja. Entschuldigung, aber meine Katze hat das erste Mal in seinem Leben was markiert. Live schon wieder im Plan geschnallt. Was denn? Oh nein, ist das dein Ernst? Ja. Ihr könnt ruhig laufen lassen, ich bin gleich wieder da, ich muss das selber was wegmachen. Ja, wir sind ja nicht die Einzigen hier, die laufen lassen, würde ich mir jetzt mal sagen. Oh, ist das fantastisch. Oh nein. Meine Damen und Herren, Sie wissen, warum ich ein Zewa-Emote habe? Genau für solche Fälle. Gut. Die Katze. Und FIFA-Coins habe ich mir auch mal gekauft. Echt? Ich habe mir nie was gekauft. Und ich wollte auch nie was verkaufen, weil ich mir immer gedacht habe, nein, da steckt mein Herzblut drin. Ich habe meine ganze Zeit immer, ich habe ja vor WoW habe ich Dark Age of Camelot gespielt. Und da wollte ich meinen Account nicht verkaufen, weil da so viele Erinnerungen drin hängen und so. Und meinen WoW-Account habe ich auch nicht verkauft. Ich habe ihn einfach verstauben lassen und wahrscheinlich gibt es den gar nicht mehr. Ich habe mir meinen zweiten WoW-Account gekauft, damit ich auf dem PvP-Server mit Horde und Allianz spielen kann. Ich habe prinzipiell, wenn ich so MMO-Sachen gespielt habe, immer schon zwei Accounts gehabt. Gerade bei Daok war das halt, da habe ich bis zu drei Accounts gleichzeitig gehabt, um mich dann noch zu buffen. Und dann hatte ich noch einen Theogen dabei, der hat so ein Schild, was alle 8 Sekunden, weißt du, wo du einen Schlag kassieren kannst, der komplett abgefangen wird. Das alle 8 Sekunden plus den Kleriker zum Buffen und dann eben als Infi oder als Eisbomben-Mage da irgendwo oder als Fire-Mage mitgegangen. Und dann war, ja, das war so eine ganz extreme Zeit von mir. Ich merke schon, das war eher so die Hardcore-MMORPG-Zeit. Ja, ich habe halt mein Account, ich habe halt immer auch mehrere Accounts dann gespielt in WoW und dann immer ab und zu einen verkauft. Vor allem habe ich das auch immer gemacht, weil ich halt in PvP sehr gut war. Und die Season 1 und Season 2 Accounts, die ich dann hochgespielt habe, die gingen halt für richtig gut Geld weg. Und und mein Main-Account wurde ja gebannt in World of Warcraft, weil ich sehr viel exploitet habe. Da bin ich sehr, sehr traurig drum. Ich glaube, der wäre mittlerweile auch schon ordentlich Schatz. Im Auktionshaus oder richtig, richtig exploit? Nee, richtig exploit, richtig also. Geil. Und zwar, ich habe im Endeffekt Genozid an der Allianz-Seite begangen. Und zwar, ich habe mich hinter die Wand von Stormwind gebackt als Hunter. Das ging halt mit Hunter mit so einem, war so ein Eck und da konntest du halt mit totstellen und reinbewegen, konntest du halt in die Wand hinter Stormwind so rein und da konntest du quasi in Stormwind, so dass es keiner sieht, halt reinlaufen. Dann habe ich mich so hingestellt, dass ich die Leute im Auktionshaus targeten kann. Da ich auch ein PvP-Server war, habe ich alle Leute, die im Auktionshaus geerntet haben, mit Aimshot weggeschossen und habe ich halt irgendwie so 50.000 Allianz-Line dann getötet und habe dann Lifetime-Bann bekommen. Also Jens, ich habe echt gedacht, ich mag dich, aber irgendwie ist die Zeit vorbei so. Das war halt die Zeit, wo man, ich habe halt den kompletten Content geklärt und hat man Langeweile und weiß nicht mehr, was man machen soll und dann liest man das irgendwie und dann probiert man das aus und es klappt und das war irgendwie witzig und es war mir auch in dem Zeitpunkt egal, weil der Account war eigentlich mega krass, da waren halt die ganzen alten T3-Sets, das sind so viele Leute, die es nicht kennen, die coolsten Set, die es jemals gegeben hat, die es auch nicht mehr geben wird. Ich hatte halt alles auf dem Account. Mittlerweile bin ich sehr, sehr, sehr traurig und enttäuscht gegenüber meiner eigenen Person, aber damals war es einfach so, ja, spiel ich halt einen neuen Account hoch. Ja. Es tut mir leid. Weiß nicht, ich habe so das Gefühl, wir müssen jetzt hier Feierabend machen. Ich habe echt was von dir gehalten, so.
Ja. Okay, wo ist Louis? Wo ist... Nun. Gehen wir jetzt weg von der Blizzard-Thematik? Oh, wir können uns gerne noch eine halbe Stunde über Blizzards Endgame-Politik in Battle of Azeroth aufregen, aber... Da kann ich nichts zu sagen. Ich bin ja nicht mehr. Bin ja Ex-Suchti. Wieso findest du das schlimm? Nein, ich nicht, aber ich weiß, dass momentan viele Leute auf einen Dampfer aufspringen. Also da könnte ich jetzt ungefähr 4 Stunden einen Vortrag halten, aber ich glaube, das will sich keiner als sie antun. Für mich persönlich, ich war nie so der PvP-Fan, ich war nie so der Endgame bis zum letzten alles ausnutzen-Fan. Ich habe eher immer gequestet und für mich ist Battle for Azeroth die beste Expansion, die ich jemals gespielt habe. Beste PvP-Erfahrung. Ja, also Battle for Azeroth ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Expansion, kann ich auch nur empfehlen. Aktuell gefällt mir der Endgame-Content sehr gut. Ich finde ihn halt ein bisschen leicht, so wie immer, außer in einem mythisch jetzt natürlich, aber man sieht ja auch schon, dass er wieder sehr schnell geklärt wird. Ansonsten gefällt es mir aktuell sehr gut. So, da kann ich da jetzt auch nichts Negatives zu sagen. Ich lese halt diese ganzen Foren eigentlich nicht, weil mir häufig die Meinung anderer Menschen bezogen auf Spiele eigentlich egal ist. Ja. Das sind halt die Leute, die jetzt aus Legion kommen und ihre Artefakte total gut fanden und jetzt halt auf Azerite Trades nicht so gut klarkommen. Genau, ja, ist mir egal. Ja. Sorry, Leute. Ich habe halt gar keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja, hat man auch nicht. Überhaupt nicht. Ich kann ja mal über EVE Online reden, das ist noch viel schlimmer. Hat einer von euch mal EVE Online gespielt? Ja, aber nur 17 Stunden, also ich war gerade so noch nicht mal aus dem Tutorial raus. Also ich habe EVE Online immer mal wieder seit 2004 gespielt und ich war da richtig tief drin. Ich war so in diesen ganzen Weltraumschlachten dabei, wo dann irgendwie für $500,000 Echtgeld irgendwelche Schiffe explodiert sind und so Sachen. Au. Das ist ja so, bei EVE Online kann man ja sozusagen, weil man für Echtgeld kann man halt im Game Zeit-Tokens kaufen und die kann man wieder verkaufen. So kann man quasi Echtgeld gegen Gegenstände traden, so, also du kriegst dann halt dieses ISK, das ist diese Währung innerhalb des Spiels, und so kann man dann sagen, okay, ein Battleship kostet, keine Ahnung, 50 Millionen ISK, und das ist umgerechnet 1,20 Euro, weil das halt mit diesem Spielzeitprinzip auch umrechnen kannst. Ja, und diese Titanen, die es da so gibt, das sind so mit die größten Schiffe, die es gibt, die kosten halt umgerechnet circa, keine Ahnung, 2.000 bis 4.000 Euro, so. Und da gab es mal eine Schlacht, da war ich mit dabei, da sind irgendwie von den, keine Ahnung, 150 Stück zerstört worden. So, und dann dementsprechend ist da halt sehr viel digitales Geld einfach verbrannt worden. Und dieses Spiel ist halt so krass komplex und eieiei, da könnt ihr euch so viele Artikel zu durchlesen. Das ist wirklich eines der krassesten Spiele, die ich jemals miterlebt habe. Ja. Einer der besten Soundtracks auch für Weltraumspiele. Aber wie gesagt, ich habe 70 Stunden, glaube ich, drin gesammelt und ich habe nicht mal das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt an der Oberfläche gekratzt habe, wirklich. Ich glaube, ich werde auch mal meinen Account muss ich nie loswerden, weil irgendwie, auch habe ich gesehen, EVE Online wurde von Black Desert Online gekauft. Schade, ist Batman. Ja. Ich hab einmal in einem Stream eingeschaltet, wo jemand EVE Online bei Excessive Profanity, der hat das mal kurz gespielt und gestreamt. Und hat ihm ein Profi erklärt, wie man halt mit Bubbles irgendwie kämpft und Leute rausholt oder so. Das war schon komplett, also da. Das ist mega krass. Also es, wenn man da drin ist und weil es auch so eine Doktrin gibt innerhalb von Kämpfen, das ist schon wirklich so, von jeder ist halt wichtig. Das ist halt so ein krasses Schere-Stein-Papier-System. Wenn halt ein ganz, ganz kleines Schiff fliegt, Nils, musst du dir vorstellen, wenn das fliegt halt so schnell, dass es halt nicht getroffen wird, weil die Turrets von größeren Schiffen sich halt nur eine gewisse Geschwindigkeit haben, wie die sozusagen die Ziele verfolgen können. Und wenn du halt kleine Schiff hast, das so die ganze Zeit um ein großes Schiff fliegt, dann kann es halt nicht getroffen werden. Und das ist richtig mit so Physik und Explosion Velocity und so von Raketen, dass sie nicht immer treffen, sondern du musst dir vorstellen, die Schiffe fliegen so schnell, ja, dass wenn eine Rakete explodiert, die Explosionsgeschwindigkeit ist dann teilweise langsamer als die Geschwindigkeit des Schiffs. Stehst du?
So ist das Spiel. Also es ist halt sehr, sehr komplex und deswegen fand das fand ich immer dran sehr geil. Aber egal, Entschuldigung, ich wollte nicht abschweifen. Dizzy.exe stopped working. Nee, ich höre zu. Okay, Punkt. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Das ist doch kein scheiß Rocket Science, was er gerade erklärt hat. Denkt ihr, ich bin bescheuert? Ich habe studiert, Mann. Ich habe auch Physik gehabt im Studium. Hallo? Los mit euch. Aber es sind tatsächlich Spiele, die man studieren muss, um sie zu verstehen. Also, das ist nicht wie WoW. Das stimmt. WoW kann man natürlich auch, ne? Sich super krass tryharden und das super min-maxen. Ja. Aber EVE Online, wo, wie gesagt, ich habe es halt sehr, sehr lange gespielt und seit 2004 immer mal wieder und auch sehr viel. Aber ich glaube, ja, das ist ein schwieriges Spiel. Hat jemand von euch O-Game gespielt? Ja, ja, ich glaube, ich habe Beat Server. Ich habe alles gespielt. Was für ein Server? Beat Server. Es gab extra Server, da lief die Ingame-Zeit wesentlich schneller, sodass du halt nicht immer abends irgendwie was machen musstest und dann 12 Stunden warten musstest, bis irgendwas passiert ist, sondern das ging, ich weiß nicht, 10-mal so schnell oder so. Und dann konntest du halt wirklich Sachen aneinander rein und machen. Und das habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang gespielt, das habe ich sehr genossen. Ja. Wenn ihr nochmal, wenn meint ihr so ein Browser-Game hätte noch eine Chance heutzutage ohne Pay-to-Win, weil das gab es ja damals nicht. Nee. 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 Natürlich nicht. Weil heute ist, bist du es ja gewohnt, gehört ja zum guten Ton. Leider. Ich weiß gar nicht, kann man O-Game sich noch... Gibt es O-Game noch? Oder haben sie es abgestellt? Hat ein geiler Stream, O-Game Restart. Es gibt halt noch O-Game, Herrn Witzmann. Okay. War super. Okay. Wollen wir jetzt nochmal O-Game anfangen? Keine Bitte, Ahnung, was das ist. Fang an. Jetzt mal ohne Scheiß. So, aus Shits und Giggles? Community, wir müssen Dienstag reden. Wir machen... gibt's echt noch. Es gibt noch O-Game. Ja. Ja, klar. Was? Oh mein Gott, wenn ich das... Das ist von Gameforge. Wenn ich das anfange, dann... Jens, widerstehe. Mal gucken, so ein Spiel, App gibt fürs Handy. Das ist so ein Spiel, wo man nachts sich einen Timer stellt und wach wird, dann so klick und dann geht's wieder ins Bett. Ich muss meine Fleet safen. Ja, ich muss meine Fleet safen. Oh nein, ey. Lass mal Clan machen. Ich poste das. Ohne Scheiß, lass mal Clan machen jetzt. Einfach so Shit zu giggeln. Ey, ihr drei. Ja. Mal ganz kurz zusammengefasst. Ja. Über was redet ihr? Ein Browser-Game, wo du siehst nichts außer deine Gebäude, die du leveln kannst. Und dann kannst du da halt Rohstoffe investieren und dann musst du da deine Raffinerien ausbauen, du musst Planeten besiedeln und kannst deine Flotte hin und her schicken. Aber es sind nur Zahlen. Also da steht, deine Flotte reist eine Stunde. Du siehst keine Videos, nix und dann ist das halt so Ressourcenmanagement und Krieg führen mit anderen und alles online halt gegen andere Spieler. Ich höre gerade, es ist hard pay to win und es gibt jetzt auch für ein, wie heißt es gleich, fürs Handy. Also wahrscheinlich ist es so eine Standard App geworden. Ich guck auch mal. Freunde der Sonne, haltet euch mal. Freunde der Sonne, wir können das auch ohne. Gibt's O-Game als App? Mit Sicherheit. Nein, leck mich fett in den Arsch rein. Okay, pass auf. Dienstag, Chat, wir müssen reden. Scheiße. Wir müssen reden. Jawohl, ey. Oh nein. Jawohl. Das wird so gut, Mann. Oh nein. Doch. Doch, doch. Aber das ist eine unofficial App, sehe ich gerade. Scheint aber nur ein Client zu sein. Also verbindet sich dann mit den Browser-Dings, nehme ich an. Freunde der Sonne, let's go. Ich sag dir Bescheid jetzt, ja. Oder ja, wollen wir, pass auf, wir machen das. Wir können ja Kriege führen. Wir können ja, Bonjwa kann ja sein eigene Clan. Da hast du keine Chance. Sobald irgendwas competitive ist, wird Bonjwa immer gewinnen. Weil, habt ihr das gerade gehört, Chat? Ja, tut mir leid.
Du weißt schon, dass die Großzahl meiner Zuschauer von Stay ist, ja? Die sind alle ja, richtig. Die sind auch alle nett und lieb und süß und so, aber sorry. Wir haben bei uns halt so viele Tryhard-E-Sportler drin. Das ist einfach, sorry, Bro. Da brauchst du dich gar nicht erst mit anlegen. Ich sag's nur, im Guten. Du kannst gerne mit uns spielen. Gegen uns spielen ist immer nicht so cool. Wir müssen Dienstag reden. Wir müssen, das ist scheiß Krieg, Alter. Du hast gerade einen scheiß Krieg beschwört, Jens. Du hast gerade einen scheiß Krieg beschwört. Wieso ein Krieg? Ich war super nett. Ich habe gesagt, dass ihr lieb und nett und süß seid. Mit einem kleinen Tatzehändchen und so. Krieg. Das heißt einfach mal scheiß Krieg. Meine Damen und Herren, alle, die von mir sind, Säbel und Kanonen raus. Es ist Krieg gegen scheiß Bonjour jetzt angesagt. Gegen scheiß Bonjour. Guck mal, was sind das denn für... Weißt du, das sind die Mittel der Schwachen und Armen, ja, die hier direkt versuchen, dich zu diskreditieren und direkt mit Schimpfwörtern um sich schmeißen. Ich war sehr nett, ja, und du sagst direkt scheiß Bonjour war. Fräulein. Was soll denn das jetzt? Nur weil ich scheiß Bonjour gesagt habe? Ja, du hast gerade einen Krieg entfacht. Ich habe nicht Freundchen. Krieg gesagt, ich habe nur guck dir das an, der Chat ist blutrünstig. Er ist ja vollkommen okay. Ich finde euch trotzdem nett. Die Sache ist halt, wir haben zum Beispiel bei uns so Leute wie Daisy. Daisy ist eine Hardcore-Tryhard-Gamerin, die in jedem Spiel einfach sehr gut ist. Wenn du die auf ein Spiel ansetzt, wird sie halt ganz schnell innerhalb von kurzer Zeit sehr gut in diesem Spiel. Dann hast du so Typen wie mich da, der davon lebt, einfach der Beste in jedem Spiel zu sein, um die Kumpels, die das ausspielen, fertig zu machen. Also, war nicht so gerade im Chat. Also, das ist halt, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Ich kenne halt unsere Community. Die sind halt nicht so aus auf Krieg und so, sondern die machen sind einfach still und gewinnen dann. Ich werde schon mal den Grafiker fragen, ob der mal für Dienstag so ein Dings machen kann, so eine Vorschau für Twitter. Ihre Herausforderung geht raus. Aber wir können doch auch zusammenspielen, weil die zeitliche Komponente ist ja bei sowas sehr, sehr, sehr stark. Ja, ist ja sehr, sehr, sehr stark. Nein, zusammen gibt's nicht mehr, Jens. Bei O-Game ist okay, zusammen vorbei. Alles andere können wir sehr gerne zusammen machen, aber bei O-Game ist jetzt Schluss. Du hast eben gerade eine große Ansage gemacht. Ich hab keine große Ansage. Ich kenne halt unsere Community ganz einfach. Ich habe halt schon mit denen so viele Spiele gespielt und keine Ahnung. Ich kenne das halt. Also ja, vielleicht hast wahrscheinlich auch eine coole Community, die ist ja super nett und so. Aber weiß ich nicht. Wer von den Leuten da ist zum Beispiel Dia-Spieler in StarCraft 2? Das ist wahrscheinlich keiner davon. Was soll er wer sein? Dia 2. Ich glaube, keiner ist Dia 2? Dia oder Platin-Spieler in StarCraft von den Leuten. Aber hab ich selber schon gemacht. Du hast das selber? Okay, lass One-on-One StarCraft machen. Nee, das ist vorbei schon seit vielen Jahren. Da bin ich ehrlich, ich spiele seit vielen Jahren nicht mehr, aber ich war in Platin drin. League of Legends, auch Platin 1, was ist los? Battlefield? Let's go. Hörst du, was ist denn? Knickst du gerade ein? Wie soll ich euch denn nennen? Wie soll ich euch denn nennen? Wie werden die denn gerne genannt? Ich habe gedacht, nett ist ein nettes Wort. Nun. Die Einladung kommt dann am Dienstag. Ich muss sie ja nicht annehmen. Ja? Wenn ich denke, dass es keinen Sinn ergibt, dann muss ich sie ja nicht akzeptieren. Aber ich freue mich auf jeden Fall über den Effort, den du da machst. Das ist schon mal sehr positiv. Das ist schon mal sehr schön. Es freut mich, dass man euch so schön damit triggern kann. Das ist sehr unterhaltsam. Das geht mein innerer Troll in mir. Du knickst ein gerade. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich trigger nur gerne und das macht sehr viel Spaß gerade. Ja. Gut. Wie soll ich euch denn nennen, wenn ich nicht sage die nette Community? Was soll ich denn da sagen? Zuschauer. Nette Zuschauer. Oder nette Menschen. Das ist doch mal so. Okay. Nette Leute. Ja, das ist genauso wie scheiß Bonjour.
Genau so. Alt kannst du sie nennen. Stimmt, die viele sind sehr alt hier. Das siehst du, und das ist ja eben das, warum wir jetzt ja punkten als Community. Wir sind sehr alt, reif und erfahren. Wir auch, also wir sind nicht reich, wir sind alt und erfahren und alles E-Sportler. Ja, alles, nur E-Sportler habt ihr drin. Nur. Nur. 99,8%. Ja. Und dann, okay, gut. Und dann bist du ab und zu du im Chat bei uns, stimmt. Ich? Selten. Aber nur, ich muss ab und zu muss los einfach mal posten. Das war das Beste, was Twitch seit langem hervorgebracht hat, dieses Emote. Ich habe schon dreimal gerestabt, dreimal hat keiner was gesagt. Das fand ich schon sehr gut. Aber wirklich, original dreimal. Und das immer war, glaube ich. Muss los. Ja. Das nur muss los und dann, ja, irgendwann, ich glaube, letztens hat Niklas nach einer Stunde oder so, oh, hey, Dizzy. Oh, ich habe gerade einen Faktor, wahrscheinlich muss ich das, stimmt. Stimmt, wir sind sehr alt, rennen und haben mega viel Zeit für Browser-Games. Ei, da habe ich gar nichts dran gedacht. Ah. Das sind dann die Leute, die morgens so quasi um 6 Uhr morgens schon sich abstützen, aus dem Fenster gucken, weißt du, mit so einem Kissen. Und dann so Handy in der Hand und dann schon mal schön ihre Flotten losschicken. Eieieiei. Jens, wir müssen das nicht weiter austragen. Wir machen das nachher über WhatsApp. Okay. Wir müssen das ja jetzt hier nicht öffentlich machen. Aber lass mal, wenn das cool ist, also jetzt mal ohne triggern und so, ja, wenn das cool ist, also jetzt, ich hätte echt Bock, aber trotzdem mal zu dir reinzuschauen, weil ich glaube, das wird die nächsten Wochen gut in meinen nebenbei Browser-Games spielen passen. Hätte ich Bock zu. Ja, warum nicht? Anschauen. Wir können ja gemeinsam was machen. Ja, wir beide gegen die Community. Nein. Okay, schade. Mein teuflischer Plan ist, dir was vorzugaukeln. Und dann schmeiß ich dich raus. Mhm. Dann kannst du, währenddessen wir alle schon stark sind, kannst du dir dann andere Leute dazu holen, die schwach sind, und dann vernichten wir den Pöbel. Mhm. Das klingt gut. Ich mag, oder? Pöbel. Marktvernichtung. Okay, können wir fortfahren? Das ist einfach zu. Das ist zu weit. ich habe letzte Woche übrigens Tomb Raider durchgespielt. Ich nicht. Spider-Man? Ach nee, Spider-Man hatten wir schon abgeschlossen. Und dann habe ich COD Battle Royale gespielt. Oh Wunder. Und Dying Light Bad Blood habe ich ausprobiert. Das war sehr, sehr schön. Ich habe letzte Woche nichts gespielt. Echt nicht? Nee, ich habe keine Zeit gehabt, leider. Also das meine ich ernst, das ist sehr traurig. Doch, ich habe einmal in BOW eingeloggt und habe da meine Daily Quests gemacht, aber ansonsten nicht. Wie ist denn, findest du Call of Duty auch so geil? Also ich finde es sehr unterhaltsam auf PC, wenn ich ehrlich bin. Ist halt sehr schnell, ne? Es ist cool, aber ich bin einfach eine Pfeife darin. Nennen wir das Kind beim Namen. Ich bin einfach voll die Pfeife da drin und deswegen ist es für mich echt schwer. Ich müsste sehr viel üben, um da was zu erreichen. Also ich bin ja alter, das meine ich jetzt ernst, ich bin ja alter Quake-Pro-Gamer und da finde ich die Geschwindigkeit sehr angenehm. Das meine ich jetzt, du lachst schon wieder so, ich sehe schon wieder dein Grinsen so hinter deinem Mikrofon. Absolut nicht. Ich habe übrigens schon gesagt, ich werde voll diskriminiert, weil die haben alle so coole Mikroständer. Ich müsste es eigentlich so machen, so die ganze Zeit halten, damit ich auch sowas habe. So. Hallo. Ich habe auch Mikroständer. Ja, so wie du dich jetzt aufführst, als Pro-Gamer hast du wirklich einen Mikroständer. Touché. Oh, ich war gemutet. Ja, ich wollte dich gerade sagen, Sally, du bist gemutet. Ich wollte gerade sagen, ja, wenn dann Mikrofon und dann noch ein gutes Mikro. Genau. Ach, das Mikro ist doch nicht schlecht. Was hast du denn da? Alter Falter. Habe ich schon seit langer Zeit, keine Ahnung. Ja, wir verstehen alles. Super, ist toll, wenn du das Mikrofon so wegdrehst, dann verstehen wir das. Du musst da reinsprechen, wo der Punkt ist, ne? Hallo. nee, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Ich mag so schnelle Shooter. Gut. Also eigentlich mag ich die ganze Call of Duty-Reihe nicht, aber das sieht cool aus. Es ist auch sehr cool. Was uncool ist, ist, dass die Grafik wirklich unterirdisch ist. Ja? Ja. Also die ist wirklich erschreckend unterirdisch. Also einige haben gesagt, dass das wohl nur für die Beta runter gedödelt ist, aber und es sind das auch bei einem Call of Duty. Und es sind auch gewisse Teile der Maps aus alten Maps einfach in die Battle Royale Map implementiert. Okay. Was also haben die es ganz leicht gemacht. Ja. Also wie gesagt, es macht Spaß, es ist nicht schlecht, für mich ist es einfach nichts. Okay.
Also vielleicht offline ein bisschen. Ich habe das alte COD, also das, was davor rausgekommen ist, habe ich auch offline ab und zu mal gespielt. Aber ausprobieren solltest du das auf jeden Fall mal. Wenn du Quake gemacht hast und du ja eh Pro-Gamer bist, dann könnte das ja... Ja, lass mal ein Quake-Duell machen, dann hab ich Bock zu. Wird das jetzt hier eigentlich heute die ganze Zeit so, wir duellieren uns irgendwas? Ja. Ja? Also nein. Quake, muss ich sagen, da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da würde ich verlieren. Das ist nicht so mein Spiel. Wir können gerne Age of Empires gegeneinander spielen. Okay, bin ich auch dabei. Ich auch. Ihr spielt ja StarCraft, ne? Nee, ich bin auch sehr gut in Age of Empires. Ich nicht. Ihr könnt bin ich auch zu, ganz okay. Ihr könnt ja zu dritt gegen mich spielen. Zu dritt gegen dich? Ja? Okay. Ich bin da keine Hilfe, ich hab's noch nie gespielt. Ja, deswegen ja. Das ist ja der... Oh, wow. Also, Bonjour ist schon so generell, um einfach mal den Bogen zu schlagen, ihr seid schon echt Tryharder, ne? Ja, wir sind schon alle irgendwie, kommen irgendwie aus der Game-Schiene und haben schon irgendwie in der Vergangenheit E-Sport-Titel gespielt oder auch aktiv halt irgendwo mit partizipiert, wie zum Beispiel Niklas, da war ja richtiger StarCraft-Pro-Gamer. Bei uns der Leon ist ja StarCraft-Pro-Gamer gewesen. Matteo hat sehr, sehr krass Halo gespielt, ich halt Quake und andere Spiele. Immer so sehr E-Sport-lastig und semi-professionell und wir sind schon alle echt die Mega-Tryhards. Das stimmt schon. Also mittlerweile ist es weniger geworden, aber man kann mich halt sehr schnell triggern, wenn es halt darum so geht. So wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt wüsste, ich würde jetzt hier dieses O-Gang-Schicht jetzt ernst nehmen, so, dann würde ich wirklich da 18 Stunden am Tag drin investieren, nur um besser zu werden. So, also ja. Dann sind wir schon wirklich richtige, also wenn wir wollen, sind wir da schon wirklich richtige Tryhards, kann ich schon so sagen. Aber nicht so Tryhards mit Zeitinvest, sondern Tryhards versuchen, den maximalen Outcome für den minimalen Zeitaufwand, sag ich mal, zu erhalten. Aus wie vielen Leuten besteht denn Bonjour jetzt? Damit, vielleicht kannst du mal grob sagen, was Bonjour überhaupt ist, weil ich denke mal, einige Leute mögen das vielleicht noch gar nicht wissen. Okay, ja, Bonjour ist 2013 im Zuge einer Bachelorarbeit vom Niklas entstanden, das ist einer meiner Freunde. Der hat Bonjour gegründet als, wie gesagt, Bachelorarbeit und es ist halt so als E-Sport-Akademie gestartet, wo man in verschiedenen Spielen so Freeletic-mäßige Übungen für diese Spiele bekommen konnte. Und darüber konnte man dann halt besser werden in den Spielen. Also so ist alles mal grundlegend gestartet mit Tutorial-Videos, wie man was in StarCraft baut oder in Dota 2 gab es auch mal und so weiter. Und so ist es alles mal gestartet. So, und Bonjour hat halt eine sehr wertestarke Philosophie und wir haben halt sehr schnell erstmal, beziehungsweise die Niklas und Hamu und so haben sich überlegt, sind die Mitbegründer von Bonjour, die haben sich überlegt, wie soll halt die Firma halt aussehen, und wie soll sie gestaltet werden, nach Werten, die wir dann uns dann überlegt haben. Also man soll glücklich sein, man soll ehrlich zueinander sein, man soll mit einem gewissen Konsum und alles rangehen, ökologisch und sowas alles. Das sind halt alles Punkte, könnt ihr die Zuschauer auch durchlesen auf der bonjour.de-Seite. Und und wir haben uns dann 2016, also erstmal 2015, wurde die Bonjour UG gegründet, weil wir dann auch zusammen mit Beispiel die WCS gecastet haben, etc. pp. Und also dann 2016, November, haben wir halt aktiv angefangen zu streamen. So, das ging so aus dem Impuls heraus, weil ich dann auch auf Niklas zugegangen bin und dann dort auch angefangen habe, mit den Jungs zusammenzuarbeiten und gesagt, ja, haben uns alle so dazu entschieden, so, okay, lass mal anfangen zu streamen. So. Und haben es halt dann gestartet aus dem kleinen 40 Quadratmeter Wohnung aus Hamburg-Eppendorf von Niklas, aus dem Schlafzimmer, haben dann immer noch auf dem Bettchen gesessen bei ihm, also wir waren die Gäste, die dann auf dem Bett saßen, während wir dann von dort gecastet haben. Parallel dazu war die Küche. In der Küche war unsere Studioregie, wo wir halt rausgekocht haben und dann auch die ganze Technik stand. Und da gibt's noch ganz, ganz witzige Bilder noch auf unserer Bonjour-Seite. Und ja, das hat sich alles super gut entwickelt. Wir haben halt innerhalb von kurzer Zeit recht viel Zuschauer gehabt, weil jeder so seine Reichweite mitgebracht hat. Dann war Hauke Gerdes mit dabei, der Pen Paper bei Rock Beans gemacht hat. Gino war dabei,
Ich war dabei, Matteo war dabei, also live on air, und halt der Niklas. Und ja, das ist dann immer mehr gewachsen. Dann kamen immer noch neue Leute dazu, die da auch mitgeholfen haben. Und ja, das hat sich dann so halt so stark gewachsen, dass wir uns entschieden haben, okay, wir würden gerne mehr Content generieren, aber wir sind halt so limitiert in Bezug auf der Wohnung, weil wir halt nicht so laut sein konnten, wie wir wollten. Und wir konnten auch nicht vormittags streamen, weil Niklas ja auch noch, was eine Privatwohnung war, dass wir gesagt haben, okay, lass mal nach eine Wohnung scouten. So, das haben wir, eine Wohnung, irgendwie eine Studiofläche scouten oder irgendwas gucken, dass wir halt mehr streamen können. Dann haben wir halt im ehemaligen Commerzbank Aktenarchiv hier in Hamburg-Stellingen haben wir halt die oberste Etage gefunden, die war halt komplett leer. Und dort haben wir eine eigene Studiokabine reingebaut, haben damit angefangen im Mai, an meinem Geburtstag, am 9. Mai 2017, und haben dann halt 3 Monate lang sozusagen auf dem Bau gelebt und haben dann dort ein Studio reingebaut, also Wände selbst hochgezogen, Kabelkanäle verlegt, Internet gelegt, Rechner wurden da zusammengebaut vom HMU und so weiter und so weiter. Und ja, seitdem sind im August haben wir das Ganze gestartet und seitdem sind wir sehr viel live und streamen aus unserem eigenen Studio in Hamburg. Und das alles wurde halt im Zusammenhang mit der Community. Wir haben halt ein Crowdfunding gestartet, weil wir gesagt haben, pass mal auf, wir können das zwar selber irgendwie finanziell stemmen, aber wir hätten gerne so ein, das wäre cool, wenn wir irgendwie so ein Startkapital von so 2500 Euro hätten, dann können wir uns wenigstens die groben Materialien für die ersten, für die 4 Wände halt, also quasi die Holzlatten und Dämmmaterialien so kaufen, haben wir ein Crowdfunding gestartet, wo man dann, keine Ahnung, man konnte eine Person darstellen auf einem Gemälde, das gemalt wurde, so als Early Baker, so man konnte Liegestütze kaufen, das war so der größte Fehler, den wir jemals gemacht haben, und man konnte partizipieren an dem Grill-Event, das wir dann gemacht haben, und wir haben noch so Goals gemacht, dass wir halt eine LAN-Party machen, dass wir 24-Stunden-Streams machen, dass wir 72-Stunden-Streams machen und so weiter, was halt alle so machen. Und ja, das ging halt so durch die Decke, dass wir halt in den ersten 30 Minuten, glaube ich, 4.000 Euro zusammenbekommen haben. Und wir so, okay, what the fuck, stopp, unser Goal ist erreicht, warte kurz, stopp, stopp, stopp. Und das erstmal alles ein bisschen runtergebrochen. Aber die Leute haben halt weiter diese Crowdfunding-Seite so überrannt, dass wir halt nach einer Woche knapp 11.000 Euro zusammen hatten für dieses Studio. Und dann haben wir noch gesagt, okay, pass mal auf, wir kappen das, wir würden das bei 15.000 Euro kappen, haben wir noch ein paar andere Sachen dazu gemacht. Wir würden dann halt auch direkt da auch eine Küche reinbauen, also quasi in diese Spiegelfläche, weil es für uns cool wäre, wenn wir halt von dort auch dann halt einfach kochen können und dann halt das auch live spielen können. Ja, und das wurde dann auch innerhalb von ein paar Minuten erreicht, so das Ziel, und haben gesagt, okay, haben wir es gekappt, wahrscheinlich, wenn wir es weiter hätten laufen lassen, hätten wir noch viel mehr Geld zusammenbekommen, aber das hat halt uns gezeigt, wie krass diese Community, die wir halt innerhalb dieser kurzen Zeit mit aufgebaut haben, hinter uns stand. Und dann haben wir erstmal abgeliefert, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt der Community zeigen, dass wir das auch ernst meinen. Wir haben jetzt so viel Geld bekommen, was wirklich, womit wir echt nicht gerecht haben. Wir haben ein Studio gebaut, haben jetzt mittlerweile eine Küche da reingebaut und seitdem sind wir halt sehr viel live und streamen halt das, worauf wir Bock haben, zwar Computerspiele mit der Community zusammen, manchmal auch gegen die Community. Wir kochen dort, wir haben Brettspielformate, machen sogar Social Workout, wo irgendwie Niklas irgendwelche Fitnessübungen zeigt, die aus Reddit sind, und ja, das ist unser Ding. Und reden viel mit der Community, versuchen so ein bisschen unsere Werte in die Welt herauszutragen. Das ist eigentlich Bonjour. Kumpels, die Bock haben auf Gaming und ein Studio haben mittlerweile. Punkt. Wie viel seid ihr jetzt mittlerweile dann? Wir sind jetzt Festangestellte. Sind wir, warte mal kurz. Also Chrissy ist Praktikantin aktuell, dann haben wir Maurice das festangestellt, Hamu, Jens, Niklas, Matteo und Andi ist Werkstudent, 7. 7? Ja, Werkstudent und ein Praktikant und 5 Festangestellte. Sieben Leute! Wie viel seid ihr live in der Woche? 7 Leute? Ich würde sagen 70 Stunden im Schnitt. So 60, 70 Stunden pro Woche. Nee, das ist Jens, dein Mikrofon, der klingt schon den ganzen Tag so. Oh, Entschuldigung. Ja. Dann muss ich näher rangehen.
Also ich verstehe, was du sagst. Ich weiß jetzt nicht, was, warum andere Leute jetzt gar nichts verstehen. Ja, weil sie verwöhnt sind. Das ist das Einzige. Ja, tut mir leid, ja. Ich kann mir nicht, ich habe kein fancy Mikrofon. Ich versuche einfach näher ranzugehen, ein bisschen deutlicher und langsam mehr zu sprechen also für euch. Ich verstehe dich sehr gut. Ja. Das ist schon okay. Okay. Habt ihr das nicht auch, dass bei euch Leute im Stream sagen, dass ihr einen verzerrten Ton haben und dass sie 2-3 Mal die Seite refreshen müssen, damit das wieder funktioniert? Ich habe das seit 3-4 Wochen, sagen das Leute ab und zu, dass sich der Ton entweder leiernd anhört oder seltsam. Und wenn sie refreshen, ist alles wieder in Ordnung. Bei euch noch gar nicht gewesen im Stream? Bei keinem von euch? Nee. Nein. Oh ja, mein Mikro ist halt schon sehr alt. Ich habe auch jetzt kein anderes da. Tut mir leid. Man versteht dich, Jens. Alles gut. Man versteht dich. Ja. Nee, habe ich gar nicht. Nee? Nee. Komisch. Wie ist denn das bei euch so? Habt ihr großartig dafür ein Konzept hingestellt oder habt ihr wirklich gesagt, boah, lass mal einfach streamen? Wie gesagt, der Impuls kam so, wir saßen zusammen. Ich wollte halt ich komme ja eigentlich aus dem klassischen Business, sag ich mal so, IT-Consulting und so. Ich habe mich halt mit Niklas zusammengesetzt und den anderen Jungs und haben dann gesagt, momentan, wir würden gerne mehr E-Sport-Content in Verbindung mit Unterhaltungskontent produzieren. Also das, was Bonjour vorher auch schon als VOD-Formate gemacht hat, so die haben halt so eigene Formate gemacht, diesen Mantle of Honor oder keine Ahnung, halt so andere Sachen halt mit den Kumpels und mit den Kollegen. Das gab es halt nicht als Livestream. Also es gab halt keinen Unterhaltungs-Livestream, wo zwei Pappnasen zusammen zum Beispiel StarCraft 2 spielen und sich dann nebenbei über Gott und die Welt unterhalten. So. Und daraus ist es halt irgendwie so entstanden, so einfach so, war eine Impulshandlung. Ey, lass mal machen, lass mal ausprobieren, wie es geht. Können wir das machen? Ja, okay. Wir hatten halt das Studio schon da. Technik war halt bei Niklas schon aufgrund von den ganzen Showcasten, welche schon vorher da mal produziert wurden und in welchen Events die über Gamescom mal liefen und so, wo halt auch live gestreamt wurde. Und ja, daraus ist es dann halt eigentlich entstanden, so. Es war ein Impuls. Lass mal machen. Das sind meistens die besten Entscheidungen. Lebt ihr denn heute auch mit der Devise? Weil mit 7 Mann müsst ihr gut was nach Hause bringen, damit ihr alle bezahlen könnt. Also ist das bei euch immer noch alles so spontan oder schon eher jetzt ein bisschen abgebrühter und geplanter? Also wir haben natürlich einen sehr starken Wandel hinter uns. Wir haben halt alles mögliche ausprobiert. Wir haben halt Monate gehabt, da haben wir die Community entscheiden lassen, was wir spielen sollen, komplett so, das hieß Twitch, Play Spongebob. Wir haben halt richtig feste Programmplanungen gehabt, wo wir gesagt haben, wir wollen halt irgendwelche formatmäßigen Ideen umsetzen. Mittlerweile ist es alles ein bisschen wieder liquider, ein bisschen spontaner geworden, was auch ganz gut ist. Aber wir müssen schon im Grunde mehr Plan als früher, klar, man hat eine höhere Verantwortung, aber wir verdienen jetzt auch keine Unsummen, dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen jetzt jeden Monat 120.000 Euro verdienen, um unsere 7 Kollegen bezahlen zu können irgendwie, sondern nicht. Wie gesagt, ist halt sehr schön. Was macht ihr es denn überhaupt? wir haben halt, wie gesagt, so die Kohle ist halt so, dass halt jeder davon leben kann. Aber es sind halt, wie gesagt, man kann da keinen großen Sprung mit machen, was ja okay ist, weil wir es ja machen, weil es unsere Passion ist. Und ich glaube, jeder von uns könnte halt in einem richtigen Job das Dreifache verdienen oder Doppelte. Und klar, Planung ist jetzt auch schon sehr wichtig mittlerweile. Vor allen Dingen auch, wenn man halt mit Partnern arbeitet, man hat ja eine gewisse Verantwortung. Ihr kennt das, irgendwie Reportings, Debriefings, Events und so weiter. Also so sloppy, wie es am Anfang war, ist es auf jeden Fall nicht mehr. Aber es ist okay so, man lernt ja daraus, man wird ja besser dadurch, man entwickelt sich ja weiter, man merkt, dass man halt Verantwortung hat, was wieder cool ist, wenn man dann wieder etwas zurückgeben kann und es hat sich auf jeden Fall alles entwickelt. Habt ihr denn eine feste Organisationsstruktur, also entweder wirklich ein
Organigramm, dass einer das bestimmt, der andere das? Oder trefft ihr euch einmal wöchentlich irgendwie zu Meetings und bequatscht, wie es in der Zukunft weiterlaufen soll? Oder wie macht ihr das? Also wir haben uns mal, also zum Start vom Stream haben wir uns mal richtig überlegt, so, weil ich komme, wie gesagt, aus dem Klassenbusiness und ich habe gesagt, lass uns mal Organigramm machen und so, damit wir sehen, wer da ist, wer was macht und wer sich umkommt. Und da habe ich halt schnell gemerkt, so, das ist absoluter Bullshit. Wir haben halt eine sehr starke Feedback-Kultur. Wir feedbacken uns immer das, was mittlerweile in vielen Konzernen und so weiter komplett weggefallen ist, weil die Leute Angst haben, ihre Gesichter zu verlieren. Wir feedbacken uns immer alles. Positiv, negativ, mitteltief, keine Ahnung. wir haben halt einmal die Woche haben wir ein Core-Meeting, wo wir uns wirklich dann, soweit es möglich ist, physikalisch zusammensetzen hier in unserem Hamburger Studio, wo wir alle Themen besprechen, die wir halt über die Woche angefallen sind, sei es von technischen Problemen mit Mikrofons bis hin zu Programmhinweisen, die wir machen wollen oder Sachen wie, ja, wie wollen wir den September bewerben, wollen wir es überhaupt bewerben, finden wir das cool und sowas besprechen wir dann halt alles. Also wir haben sehr, sehr, sehr flache Hierarchien, klar, wir haben halt zwei Geschäftsführer, Hamo und Niklas, ich mache bei uns das ganze Business so, aber bei uns definiert sich keiner über die Titel, sondern wir haben so eine Macherkultur und jeder, der was machen möchte, der ist gerne dazu angehalten, das zu tun. Wir haben halt selten, dass wir sagen, okay, du musst jetzt das machen, du musst das machen. Das kommt meistens halt erst dann zu tragen, wenn wir Verantwortung haben. Also wenn ich jetzt zu Maurice, also unserem Social Media Dude, sage, ey, ich bräuchte unbedingt mal einen Post für Partner XY, was können wir da machen? Lass mal zusammensetzen. So, dann ist natürlich dann eine Verantwortung her, ein Workflow, der ablaufen muss, etc. pp. Aber ansonsten haben wir halt ein Team aus Leuten, die einfach die Impulse selbst setzen und nach denen auch handeln. Also wenn jetzt einer sagt, ey, ich habe gerade eine Idee für ein mega geiles Lied für ein Intro, dann sagen wir nicht, nee, wir brauchen aktuell kein Lied, sondern klar, mach mal, zeig mal, wie sich das anhört. Dann macht ihr das und dann gucken wir, ob das passt und dann wird es halt übernommen. Und so funktioniert das bei uns. Es ist halt manchmal sehr schwierig, weil wir halt auch online arbeiten über unterschiedliche Kommunikationstools wie Google Drive, ihr kennt das wahrscheinlich auch, oder Slack oder sonst was. Und da hat man dann teilweise eine asynchrone Kommunikationsstruktur, die für mich als Business-Jens teilweise extremst anstrengend ist, weil man halt manchmal Informationen benötigt, die schneller wiedergegeben werden müssen, als man die dann tatsächlich bekommt. Aber es funktioniert überraschenderweise gut. Manchmal ist es anstrengend, aber es funktioniert echt gut und ja, richtig. Also flache Hierarchien, Feedback-Kultur und Meetings machen wir auch. Das ist so kurz zusammengefasst die Frage. Und die 7 Leute, von denen du redest, landen auch alle vor der Kamera? Nee, wir haben uns dazu entschieden, dass wir das nicht so verwässern wollen, sondern wir haben, also aktuell ist es so, dass Niklas, ich, Matteo zum Großteil vor der Kamera sind. Dann haben wir halt ab und zu noch halt als Gäste halt den Hauke und der Gino, der war zum Beispiel heute ein paar Stunden da. Und das sind halt so unsere Freunde halt, die da mit on air können, weil die auch alle Kameraerfahrung haben. Wir wollen aber nicht, dass irgendwie, also klar kann es immer vorkommen, dass die anderen mal on air sind bei Events oder sonst was, aber das ist so unsere Philosophie. Wir wollen eigentlich, dass die Leute, die sich damit auskennen, auch dann on air kommen, weil ihr kennt es selbst, on air streamen mit einem Chat, der durchrattert, ist halt schon sehr anstrengend. Und wenn wir halt was abliefern beziehungsweise der Community präsentieren, da wollen wir schon mit zufrieden sein. Und nicht einfach irgendwas zeigen, damit jeder mal und er kann. So, das ist halt ein sehr schwieriger Spagat zwischen jeder soll die Möglichkeit haben und jeder und halt das Optimum halt rausholen in der Zeit, die wir halt zur Verfügung stehen. Okay, aber ihr habt feste Leute, die nur dafür da sind, Dinge hinter der Kamera zu machen. Darauf wollte ich halt hinaus. Genau, das haben wir auch, ja. Also okay. Wir haben halt bei uns machen alle irgendwie alles, was man sich in einer größeren Unternehmen halt auch überlegen, also was halt da so vorkommt. Wir haben halt auch irgendwie Leute, die halt ehrenamtlich noch arbeiten, die halt einen richtigen Job noch haben, wo sie einfach auch mehr Geld verdienen, als sie jemals bei uns verdienen könnten, so, die dann einfach bei uns sind und halt in organisatorischen Sachen helfen, die halt bei irgendwie Präsentationsgestaltung helfen. Dann haben wir, wie gesagt, Burner, der ist halt ein super krasser Musiker, der macht halt so Intros, Outro-Musik. Dann haben wir Ricarda, die arbeitet halt in einer
sehr guten Agentur und kennt sich halt, wie gesagt, mit so Präsentationen und sowas alles aus. Dann haben wir halt den Makey, der arbeitet bei einem, ich glaube, der Ende ja mittlerweile, keine Ahnung, kennt sich halt mit Schnitt und sowas aus. Und das ist halt so ein Zusammenschluss an Leuten, die einfach Bock haben auf die Idee, auf das Produkt, auf Bonjour, auf die Idee, auf das Projekt an sich. Und die helfen dann halt noch zusätzlich ein bisschen. Okay. Aber von den 7 Leuten sind tatsächlich dann alle hauptberuflich bei euch, ne? Also das sind dann wirklich die Kern. Ja, also ich mache das hauptberuflich. Andere, zum Beispiel Maurice, glaube ich, weiß es gar nicht, der studiert noch nebenbei. Der Andi studiert auch noch nebenbei an einer Kunsthochschule in Österreich. Dann, wie gesagt, die Chrissy, die macht, glaube ich, aktuell eine Ausbildung, nebenbei hat das Praktikum aktuell bei uns. Matteo macht es hauptberuflich, Niklas macht hauptberuflich und Hamo macht es hauptberuflich. Ja. Okay. Abgefahren. Mhm. Das, man sagt ja eigentlich immer, in der Regel, Streamer sind keine Herdentiere. Das ist ja, kann man, glaube ich, so in den Raum stellen. Kann man das so sagen? Ja. Streamer sind Lone Wolves. Ich finde das abgefahren, dass sie so viele Jahre zusammenarbeitet und dasselbe vor der Kamera tut, also jetzt nicht alle, aber viele, und das trotzdem noch harmoniert. Klar gibt es ab und zu Aneckpunkte so, aber es kommt sogar häufiger vor, als man denkt. Aber weil wir halt diese Feedback-Kultur wirklich versuchen durchzuziehen, wie eben, ich sag's immer wieder, das ist schwierig. Das sind halt Freunde so. Wenn ich jetzt zu Matteo sage, ey, das, was du on air gesagt hast, das ist halt uncool. Also ich nehme einfach ein Beispiel. So. Ich sag's einfach mal. Das ist halt uncool. Das kann man so nicht sagen. So. Du musst da aufpassen, weil man das verstehen kann. Dann ist Matteo nicht der typische Mensch, der sagt, das finde ich aber anders. Sondern er nimmt es auf, reflektiert das, überlegt sich was und sagt dann entweder, ja, da hast du recht und ich hätte das so und so sagen können. Oder er sagt, nee, Jens, ich sehe das anders, weil das ist halt auch vollkommen okay. Ne? Du musst ja nicht immer einer Meinung sein. Aber ich glaube, deswegen funktioniert das so gut bei uns, dass wir versuchen, die Gegebenheiten oder beziehungsweise auch mal die Aneckpunkte, die wir haben, halt gemeinsam zu besprechen und dann zu kommunizieren, was uns halt gerade nicht passt und dann darüber auch reden. Wir trennen das auch super strikt. Also zum Beispiel, wenn wir uns privat treffen, beim Grillen bei Niklas oder so, dann reden wir natürlich mal über den Stream, weil da wird halt selten über irgendwelche Business-Sachen oder so gesprochen. So. Weil es gibt dann, auch wenn man das ab und zu mal gerne möchte, ne, klar, wenn man gerade Streamer ist, dann will man eh immer über alles reden, wie viel Subs man hat, und wie viel Follower und wie viele Zuschauer man hat. Aber wir versuchen das dann halt in unseren privaten Unterhaltungen größtmöglich irgendwie rauszuhalten, vor allem wenn man in einer größeren Runde mal auf dem Kaffee ist. Klar, man redet da mal über ein Spiel, das man gespielt hat, aber nicht so die harten Facts eigentlich. Finde ich auch wichtig. Ich finde wichtig, dass Privatleben auch irgendwie Privatleben bleibt, selbst wenn man sich mit Streamer-Freunden unterhält, dass man einfach auch mal zur Ruhe kommt. Ich finde sowas sehr, sehr wichtig. Ja. Wenn diese hier ist, also da unterhalten wir uns wenig über Stream. Stimmt, ja. Ja, nein, es ist wirklich so. Das sind ein paar Tage und oh wow, es ist gar nicht. Es tut ja auch gut. Jetzt tu doch nicht so. Es ist schwer, okay. Es ist gar nicht. Doch. Nein. Doch. Nein, es ist wirklich schön, sich halt dann auch mal so zusammenzusetzen und über alle anderen Dinge zu reden und eben nicht übers Geschäft. Am Ende lästern wir eigentlich immer nur. Das stimmt. Wie alte Waschweiber. Und ist Stefan wirklich? Ist mittendrin. Ist keine Lüge. Ja, ist so. Ich glaube, man muss das irgendwann immer mal kanalisieren. Und wenn man mit Leuten zusammensitzt, wo man weiß, das ist okay, dass man das da... Ich glaube, dann lästert man immer. Ich glaube, jeder lästert irgendwie, oder? Ja. Ja. Nee, klar gibt's, klar, also kommt drauf an, wie man Lästern versteht. Wenn man jetzt, für mich ist halt Lästern Unwahrheiten über andere Leute irgendwie verbreiten. Ich finde. Das ist über, nicht Lästern. Ja, was ist denn, also für mich ist halt, was ist denn das für ist Lästern? Lügen erzählen. Also lästern wir jetzt zum Beispiel, wenn wir nachher offline gehen und ich sag, boah, Alter, dieser Jens, ne?
das ist so ein Eimer, der denkt halt wirklich, er ist der coolste Dude und der größte Pro-Gamer ever. Und dann lässt er ihn wieder rüber. Genau. Genau, ja, meine ich ja abwertend, halt aktiv abwertend über Leute sich äußern. Das ist für mich lästern. Ja. Genau, und können ja auch Unwahrheiten sein. Also keine Ahnung, sowas. Man muss schon immer die Facts nennen. Unwahrheiten geht gar nicht. Nee, Lügen ist scheiße. Da müssen wir nicht drüber reden. Lügen macht ja keinen Spaß, sich darüber zu unterhalten. Das ist ja verschwendete Zeit. Du, lästern, weiß ich nicht. Lügen haben kurze Beine, Jens. Und du kennst meine Modelbeine, ja? Ich habe sehr lange Beine. Siehst du? Sehr groß. Siehst du? Da also wird nicht gelogen, fertig. Vielleicht habe ich mittlerweile so die Bon Jovi-Philosophie Ehrlichkeit mit, weiß ich nicht, glaube ich. Klar lästert man irgendwie, ich weiß nicht, wann lästere ich mal über andere Channels? Boah, hat der Nils schon wieder scheiße gespielt. So, ist das lästern, wenn ich sowas sage? Ja, ne? Ja, ist doch okay. Okay, dann mache ich das sehr oft. Aber das kann man ja sagen, das ist ja nicht schlimm. Eben, also mich stört das gar nicht. Das ist ja nicht mal eine Lüge. Oh, jetzt steht man wieder da wie der Arsch, ja? Und am Ende des Tages sitzen sie da beim Kaffee, gigidi und tun das halt genau dasselbe. Mhm. Nee, also ich mach sowas nicht. Sagt er jetzt, und in 2-3 Stunden, wenn wir hier fertig sind, sieht's ganz anders aus. Ja, wenn alles aus ist. Ja, weiß ich nicht, worüber ich mich halt echauffiere, nennen wir es mal so, ist halt, dieses ganze, also wenn man jetzt andere Streamer betrachtet, was man eigentlich nicht machen darf, weil man ja wahrscheinlich sonst gebannt wird, Kappa, ist halt so dieses... Nee, nur einer wird gebannt dafür. Ist halt so dieses, wo wir schon häufiger mal drüber unterhalten haben. Ich hatte hier so eine witzige Unterhaltung auf der Gamescom, wo ich von einem Streamer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, gefragt wurde, wie viele Zuschauer ich habe. Dann habe ich gesagt, jetzt im Durchschnitt oder im Peak? Und da habe ich gesagt, also es war der Einstieg des Gesprächs, es war wirklich der Einstieg. Und da habe ich halt gesagt, na, es kommt. Und da habe ich gesagt, so 60 bis 80 Zuschauer. Und dann meinte er, ich habe so 100. Und es hat sich umgedreht und ist gegangen. Wow, ehrlich? Ja, das war dann eher so witzig für mich. Ich sag immer 5. Und keine Ahnung, da kann man auch schon mal drüber lästern über solche Leute. Ja, siehst du. Das ist okay. Oh, wow. Frag nicht nach, Nils, das war schon... Aber das war jetzt nicht der das Meme losgetreten hat. Es waren noch mehr Leute, die das getan haben, oder? Ja, es waren halt mehr. Dann war halt einer, der gefragt hat, die alle gefragt, wie viele Follower man hat und so. Und das ist halt... Vielleicht ist das eine Krankheit von neueren Streamern. Ich muss erst mal sagen, ne? Also ich bin ja bei Bonjour. So, Bonjour ist ja recht groß, ist ja ein ganz cooler Stream für mich, weil ich da arbeite, muss ich auch sagen, sind ich jetzt geschlagen. Aber du recht auch. Ich bin ja schon im Twitch-Game schon viel, viel, viel länger. Ich bin ja seit, glaube ich, nur Februar 2012 bin ich Partner bei Twitch. Ich bin ja schon ein richtig alter Hase. Ich war einer der ersten Twitch-Partner in Deutschland ever mit meinem WoW-Stream. Ja, das möchte ich kurz mal festhalten. Und mir war das damals schon immer egal, so, weil damals war so Twitch-Partner und es war halt scheißegal, weil du kein Geld damit verdienen hast. So, es war einfach so. Darf ich kurz ein Wort reinschmeißen? Ja. Und dich unterbrechen? Mikroständer, weiter. Okay. Und ich finde das halt witzig, dass die Leute sich darüber profilieren, wie viele... Oder definieren. Definieren, genau, Entschuldigung, das ist das richtige Wort. Wie viele Follower irgendwie da sind und ob dann irgendwie entschieden wird, ob die Person cool ist oder nicht. So. Und das sind halt die... Da kam auch dieses Meme her mit Visitenkarten, ne? Also dieses... Ich weiß nicht, ich gehe zu jemandem hin und sag: Hallo, ich habe 73.000 Follower. Wie viel hast du? 118.000. Okay, ich rede mit dir. Du hast mehr als ich. So. Und ich weiß nicht, das ist irgendwie mega komisch gewesen auf der Gamescom, gerade auf dieser Twitch-Party. Da haben wir auch immer, wir die Bonjour-Jungs haben ja zu viert immer wie so Außenseiter gesessen, weil wir gesagt haben, wir sind die uncoolen Kids, die keinen Schwanz kennt. Und wir haben immer Gino vorgeschickt, weil der sah wenigstens gut aus. Wow.
Und ich weiß nicht, das ist. Jens, du bist nicht alleine. Erzähl mal, was ist bei dir passiert? Ich sitze mit Stay auch immer außerhalb. Ja, warum seid ihr nicht zu uns gekommen? Ich war nicht da, du. Ach so. Ich bin noch cooler als ihr, ich gehe gar nicht auf die Partys. Nee, das Essen war noch ja lecker. Noch uncooler, meine ich, nicht cooler, uncooler. Nee, wir haben ja kein Abendbrot gehabt, deswegen sind wir da hingegangen und haben dann da lecker gegessen, das war ja ganz okay. Aber wir sind halt so da hingegangen, so, okay, wir sind die Hosts auf der Bühne, lass mal ein bisschen Connections, weil wir sind wirklich da hingegangen und gesagt, okay, lass mal wirklich jetzt mal Connections knüpfen, weil wir halt gerne weitere Menschen kennenlernen, vielleicht treffe ich nochmal so super netten, sympathischen Nils, den ich ja auf der Twitch-Tour kennengelernt habe, vielleicht treffe ich noch mehr so coole Streamer, habe ich mir gedacht. Pustekuchen. Stay war da. Ja, Stay ja auch, ja, mit dem habe ich ja auch sehr viel gesprochen, aber es war halt wirklich so ein bisschen komisch, so, es war so eine, klar, das waren da viele andere coole Streamer da, um Gottes Willen, wir haben lange mit Fischkorb gesprochen, wir haben noch mit vielen anderen coolen Streamern gesprochen und so. Das war halt irgendwie so ein ganz, es war so eine ganz, ganz komisches, ganz komische Stimmung. Es war wie so eine Klassenfahrt. Wir waren die 13-Jährigen, also die in der 13 sind, ne? Aber wo die ganzen anderen coolen Kids aus unserer Stufe am Strand sind trinken und wir sind halt die Uncoolen oben geblieben, die einfach mit den anderen essen gegangen sind. Und es gab halt so voll die Grüppchenbildung, so richtige Klicken. So, dann gab's da die Cosplayerinnen, dann gab's da die Fortnite-Spieler. Dann gab es da die anderen Dudes und wir standen halt dazwischen und wir haben halt nirgendwo dazugehört. Und ja, war ein bisschen traurig. Es war ganz komisch. Irgendwie muss man, also das war auf der Twitch-Tour war das irgendwie besser geregelt, weiß auch nicht. Darf ich ein Wort einwerfen? Ja. Alkohol. Wir haben fast nichts getrunken, weil wir auf der Bühne waren. Wegen Stimme und so. Da sind wir ja professionell. Aber ja. Der Nils, der kann sich das vorstellen, wie das da gewesen ist. Ja, ich war am Samstag auf einer Party. Ich habe mich mit Sali unterhalten. Also ich bin durch das Ding durchgegangen. Ich trage immer sehr provokant meinen Pullover, auf dem vorne riesig draufsteht Work Harder. Schon aus Prinzip. Egal, ob es zu warm ist oder nicht. Aber schon als provozierende Geste habe ich den an. Und also bei mir stellt sich auch keiner hin. Aber ich glaube, die meisten Leute wissen auch, dass ich da nur gezwungen auf einer Party erscheine. Bei uns war aber auch ein witziger Funfact. Und zwar, man hat ja diese goldenen Wändelchen bekommen als Twitch-Streamer. Wir haben aber die schwarzen bekommen. Wir wussten halt nicht, warum kriegen wir schwarze so. Ne? Und das war einfach ein Fehler, weil die schwarzen waren für die Business-VIPs, die nach oben konnten, sich noch Cocktails holen. Und die amerikanische Ansprechpartnerin von uns hat uns, miau, die hat uns die, Entschuldigung. Kein Problem, die hat uns die Schwarzen gegeben. So, wir saßen dann, sind dann quasi nur umgegangen und waren dann auf dieser Empore vor dieser Cocktailbar und saßen da alleine zu viert und keiner hat sich getraut hochzukommen, weil die alle nur diese Golden haben. Und dann haben wir so gesprochen, so, warum kommt denn keiner hoch, weil auf dem Security-Typ stand. Aber es war auch nur ein Fehler. Wir waren einfach ein bisschen, wir hatten einfach die falschen Bändel an. Die Schwarzen wurden später rausgegeben an die noch nicht rein durften. Nur mal so zur Info. Keine Ahnung, auf jeden Fall, wir haben offenbar die falschen bekommen. Ich glaube, das hat damit aber auch ein bisschen zu tun, wen man schon kennt. Ich bin jetzt gerade, wenn ich da hinkomme, so, also ich fand die Stimmung super, weil ich kenne von den Cosplayer, dann gehe ich dahin und sag hi, ne? Dann gehe ich zu den Fortnite-Dudes und sag hi, dann kommt dann Whitey, dann sage ich hi. Das liegt aber vielleicht auch so ein bisschen an dem blanken Schnack, weil man dadurch einfach schon sehr viele der Streamer kennt. Und auch in diesen vielen verschiedenen Grüppchen, so Grüppchen, ist mir doch wurscht. Nö, also ich bin nur schmerzfrei. Ja, wir eigentlich auch, nur wenn wir dann mit als 4 1,90 Meter plus große Dudes und Matteo dann da langlaufen und dann einfach uns zu viert neben 4 Cosplayerinnen stellen, das ist halt ein bisschen komisch so. Hallo, wir sind vom Bonjour und ihr so? Ja, genau. Das habt ihr doch auf der Twitch-Tour auch gemacht. Was? Das ist ja was anderes. Da kam Wieso, Leute, was ist das anderes? Ich hab da kam Niklas an, sag mal, Dizzy, und dann haben die sich einfach daneben gesetzt. Niklas ist ja auch ein bisschen anders. So, der ist eigentlich ist Niklas super schüchtern bei fremden Menschen. Das war schon, du saßt ja auch mit ihm zusammen auf der Bühne. Von daher ist das immer was anderes. Du hast ja einen anderen Bezugspunkt. Ich saß mit ihm auf der Bühne? Du warst mit ihm auf der Bühne, oder nicht? Auf wo denn?
Nee, Quatsch, du warst auch auf der Bühne mit Stay zusammen, ne? Du meinst auf der Twitch-Tour. Ja, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Wir haben auch später mit den Leuten gesprochen. Es war trotzdem eine sehr komische Stimmung. Also ich fand die Stimmung, weil halt die, also ich finde, vielleicht ist es, okay, ich versuche es anders zu formulieren. Ich glaube, es war auch eher an der Location geschuldet, weil in den Gängen die ganzen Leute standen, man sich nicht dann dazustellen wollte, weil das dann so quasi so dicht gewesen ist. Und auch diese, da waren auch so mehrere so Bierbänke. Man konnte sich ja auch nicht einfach dazusetzen. Ich fand auch die Location echt nicht so cool. Ich weiß auch nicht. Das war auch immer eine komische Stimmung. Das ist mein Fazit davon. Es ist halt alles so ein bisschen wie bei American Psycho. So mit den Visitenkarten. Ja. Das habe ich halt gar nicht gehabt. So. Na, ich habe es ja nur gehört. Ich war ja selber dieses Jahr gar nicht auf der Gamescom. Aber wenn ich so höre, dass Leute sich mit Followerzahlen vorstellen, ja dann... Nee, manchmal sagen sie dann so, also das ist dann dieses, oh, hallo, ne, ich bin ein bisschen kleiner, so, das macht doch nichts. Ich finde das immer so, aber so auf diese Art, das ist mir jetzt gar nicht passiert. Also, dass man das... Wirklich knallhart hat mit Zahlen, weißt du, so. Ja, das hatten wir halt auch nur auf der Party. Also später, als wir dann auf der Bühne dann mal runtergegangen sind, dann kamen welche an und so, ey, voll cool. So, ja, danke schön, wer bist du denn? Ja, ich bin Streamer in Österreich. So, ja, cool, was machst du denn so? Also, dass man sich dann so unterhält. Das war dann die andere Seite. Das war aber eher auf der Gamescom. Und, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Twitch-Party so eine Profilierungsgeschichte irgendwie gewesen ist. Keine Ahnung. Twitch-Partys auf der Gamescom waren noch nie gut. Die war super. Nee, das habe ich die ja Location auch. Die Location war so schön und das Essen war so schön. Die in Berlin war halt richtig cool. Das war cool. Das war schön weitläufig. Man hatte da die Möglichkeit, mit anderen Leuten am Tisch zu sitzen. Aber wie gesagt, das habe ich auch hier den Twitch-Kollegen gesagt. Ich fand halt die Location halt nicht gut gewählt. Auch wenn die natürlich sehr fancy war. Aber man hat da nicht so die Möglichkeit. Es fehlt einfach so ein großer Raum, wo man einfach sich dann ein bisschen so durchmischen kann. So, da war halt eher so ein Gang, wo eh alle standen, weil sie irgendwie zu den Getränken wollten, und es war schon voll, und dann halt diese Bierbänke, die nicht dazu eingeladen haben, sich dazuzusetzen. Genau, das halt mega... und tanzen, und das konntest du doch auch alles. Ja, das war ja erst im späteren Verlauf des Abends. Da sind wir ja schon wieder fast ins Bettchen gegangen. Aber egal, das war jetzt ja nur mein Feedback dazu. Also, wenn du das schön fandest, ist ja cool. Fand's eher... Aber ich bin auch schmerzfrei, ich stelle mich da überall hin und unterhalte mich mit allen. Vielleicht hast du auch eine sympathischere Ausstrahlung als wir, das könnte ich auch sagen. Ich weiß nicht, ich hab meinen Mann dabei. Mein Mann punktet immer, der ist sehr sympathisch. Siehste. Wir haben Matteo. Ich hab Stefan, den schicke ich nach vorne, funktioniert. Das ist super. Seid ihr auf der Dreamhack, wo wir jetzt gerade bei Messen sind? Wann ist die? Februar. Jetzt Leipzig? Mhm. Erscheint, also keine Ahnung, eher nicht so geplant bis jetzt. Also wenn ihr mal wirklich so Familientreffen mit Twitch-Streamern mitnehmen wollt, das ist die Messe. Was? Das ist es auch nicht mehr. Es ist halt schon ein bisschen bekannter, aber... Ja, ich war ja mal auf der Dreamhack, aber ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Eventgänger, wenn ich ehrlich bin. Weil man danach immer so mega im Arsch ist. Also ich bin danach immer so mega... Es gibt ja Leute, die dann wirklich jede Messe mitnehmen, irgendwie sei es irgendwelche Cons, sei es irgendwelche Conventions oder E-Sport-Events und keine Ahnung, was weiß ich, was alles gibt. Für mich ist das alles immer sehr, sehr, sehr anstrengend, weil wenn ich halt weiß, dass ich dann da irgendwie 2 Tage out of order bin, dann komme ich nach Hause und habe halt erstmal wieder 130 Mails, die ich beantworten muss. Oder 14 Slack-Nachrichten von meinen Kollegen, die irgendwas mehr wollen. Das ist für mich immer Stress. So. Und aber Jens, es gibt ja einen Laptop und auch Internet im Hotel. Ja. Aber, seien wir ehrlich, wer hat dazu Bock, im Hotel abends nach 14 Stunden Messe noch E-Mails zu beantworten, als ob du noch so viele Mails beantwortest. Ich habe letztes Jahr sogar jeden Abend einen Vlog geschnitten bis nachts um 3. Ja, aber dazu habe ich halt keinen Bock. Ich schon.
Schneiden ist ja nur was anderes als irgendwelche Mails beantworten. Da musst du halt einfach durch. Ja, aber es ist ja was Kreatives. Kreative Arbeit ist doch cool. Wieso? Ich muss auch E-Mails schreiben und Sachen klären. Ja, dann bist du halt. Ja, du machst das für deine Jungs und ich muss das alleine machen. Brauchst du Hilfe? Das ist super nett von dir, Jens. Wir könnten ja vielleicht mal telefonieren. Und nein, ich möchte nicht zu Bonjour. Oh, schade. Oh, das ist echt ärgerlich. Ich bin gerade in die Schweiz gezogen, sonst wäre ich super gerne. Ja, ist vollkommen okay. Aber das wäre halt mega cool. Du bringst so einen Hamburger Charme mit, so einen norddeutschen. Dann würde voll gut reinpassen hier. Das wäre super schön. Vielleicht komme ich euch mal besuchen, wenn ihr mich mal einladet. Du bist immer herzlich eingeladen. Du bist das ein sagst super du toller. Jetzt, ja. Und dann stehst du von Niklas und dann ist das wieder so awkward wie bei der. Ja, aber Niklas ist immer so. Das ist normal. Ich mag den voll. Ja? Warum? Ja. Dass die voll seine Vorstellung bei der Twitch-Tour war so cool, da habe ich mir so gedacht, Mann, Niklas, du bist genauso ein Vollidiot wie ich. Völlig social awkward, du hast keinen Bock auf die Scheiße und du zwingst dich, mit Menschen zu reden. Da hat's gefunkt. Das war so, oh, geil, endlich war ein Gleichgesinnter, juhu! Ja, deswegen werde ich ja immer auf die ganzen, das mache ich auch selber gerne, also auf die ganzen Events und so geschickt, mit den Leuten zu reden. Ich mache das einfach gerne, ich connecte gerne eigentlich. Deswegen fand ich ja nochmal also eigentlich bin ich ein sehr extrovertierter Mensch und rede auch, wie ihr das wahrscheinlich schon alle gemerkt habt, sehr, sehr viel und gerne. Deswegen fand ich ja für mich persönlich diese Twitch-Veranstaltung auf der Gamescom leider irgendwie komisch. Weil es halt nicht so die Gelegenheit gegeben hat, sich irgendwo zuzustellen für mich jetzt, und dann zu sagen, ey, was macht ihr denn so? Das war irgendwie, ja, komisch. Aber. Komm nächstes Jahr mit. Okay. Wenn du mich irgendwo siehst, darfst du dich immer sofort dazu stellen. Okay, mach ich. Ich mach dann Hupfen und dann sage ich, guck mal hier. Ja, wir haben ja auch viele noch kennengelernt. Und das sind die und hoi und guck mal hier dazu. Gar kein Ding. Wir haben ja auch noch viele kennengelernt so im Laufe der Woche, was auch cool war, aber leider nicht auf der Party. Party. Ach Jens. Aber jetzt kennst du nächstes Jahr dann schon mehr. Ja. Und dann hast du dann auch gleich so deinen Anschluss. Diesmal war ja die Party auch am ersten Tag, weißt du, so. Da hat man vielleicht noch nicht so viel, weiß ich nicht. Kann auch nicht so viel trinken. Ich habe nur dieses alkoholfreie, dieses Umpa Lumpa. Ja, ich habe auch jede Menge alkoholfreies. Im Panima. Umpa Lumpas. Ich habe nur 18 Tequila getrunken. Nämlich. Alter, was? Nein, das war ein Scherz. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Im Chat hat jemand gerade gefragt, ob wir wissen, woher diese Missgunst und Neid zwischen Viewern und Streamern und Streamern und Streamern kommt. Missgunst in Bezug auf Follower oder so? Ja, zum Beispiel, eben darauf bezogen. Ich glaube, das ist keine Missgunst. Ich glaube, das ist einfach eher der Wunsch danach, schon so zu sein wie größere Streamer und damit halt mehr. Also, den meisten geht's ja, finde ich jetzt, ich mache jetzt einfach mal das Fass auf, oh Gott, die Büchse der Pandora, um Geld und nicht um die Passion zu streamen und Leute zu unterhalten, mit der Community was zu machen. Ich glaube, das ist einfach der größte Faktor und das größte Problem. Und dort wobei wird dann auch so, sag ich mal, entsteht dann halt diese Missgunst oder dieses, ach, ich hätte jetzt auch schon gerne 8000 Subs oder so. Ich glaube, weil halt mittlerweile jeder sich mit jedem vergleichen kann, weil halt irgendwie fast jeder irgendwie die Subzahlen offen gibt, was ja okay ist, mir ist es egal, Bonjour macht's halt nicht, entstehen halt schnell diese Vergleiche, wo dann Leute oder Streamer vielleicht denken, ich finde mich selbst witziger, warum habe ich nicht so viele Subscriber? Und ich glaube, so entsteht das ein bisschen. Also und der Streamer jetzt knallhart, sage ich einfach raus, und das Streamen ist das einfach viel zu viel Freizeit. Und das ist auch gut so, denn dadurch differenzieren sich die Streamer. Denn Streamer, die das aus Passion und Liebe machen und da sehr viel Zeit reinstecken, sind da, wo sie sind. Und andere Menschen fragen halt nach Followerzahlen und sind da, wo sie sind. Ja. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Es gibt die Leute, so wie Jens gesagt hat, die Leute, die machen, denen solche Dinge einfach egal sind, die sich an den Tisch setzen und noch muss los entwickeln.
und dabei sich den ganzen Abend totlachen und einfach einen Scheiß darauf geben, wer die anderen Leute sind. Das hatten wir nämlich auf der Twitch-Tour. Da saßen wir mit 6 Leuten am Tisch. Davon kannte ich 4 gar nicht. Und es war trotzdem ein geiler Abend. Und niemand hat irgendwen gefragt, wer überhaupt ist. Wir hatten sogar, ich glaube, wir haben uns alle sogar fremde Namen gegeben. Und ich wusste bei Jens zum Beispiel den Namen nach 3 Tagen oder so, als ich ihn bei Instagram gefragt habe, wie er überhaupt heißt. Und andere Leute geben darauf halt einen feuchten Kehricht und dadurch entsteht halt auch Neid, nicht? Warum das so ist? Weil der Mensch einfach generell so ist. Einfach. Ja, das ist halt für der leichtere Widerstand, sich mit Leuten zu vergleichen und sich dann über Sachen zu beschweren, die man selbst nicht hat, als Fehler bei sich selbst zu suchen oder selbst die Möglichkeiten zu suchen, wie man besser wird in etwas. Und mit jemandem auf jemanden Finger zeigen, zu sagen, du bist aber blöd, warum funktioniert das bei dir? Ist halt leichter, als auf sich selbst zu zeigen, zu sagen, ey, ich könnte einfach mehr Gas geben. Vielleicht. War eine gute Frage aus dem Chat. Aber ich zum Beispiel, wenn ich das ist so ein Thema, da kann ich, glaube ich, Stunden drüber reden, mir fällt das gar nicht so auf. Mir fällt das gar nicht mehr so auf. Also sobald irgendeiner auch nur einmal so einen Satz droppt in meiner Anwesenheit, ist der für mich gestorben. Was für ein Satz? Also sei es nur drum, irgendein Tünnöf, der in die Richtung geht, dass er irgendwem anderen erst irgendwas nicht gönnt. Ah, ja. Oder irgendwelchen anderen Bullshit. Die sind instant für mich weg. Für immer. Weil mit den Menschen will ich nichts zu tun haben. So. Gar nichts. Und deswegen, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also ich gehe auch nicht auf Twitch-Partys. Da bin ich auch komplett raus, weil ich, das habe ich auch auf der Twitch-Tour gesagt, so, ich bin kein Netzwerker und ich will nicht netzwerken. Und wenn ich mal irgendwo bin, können die Leute sich gerne mit mir unterhalten. Aber ich ziehe halt ganz klar die Grenze so, ey, was ihr macht, ist mir egal. So, ich mach meins so, und ich mache meine Dinge so mit den Leuten, auf die ich Bock habe. Und alles andere ist mir Wurst. So, deswegen kriege ich das gar nicht mit. Ich kann das gar nicht einschätzen. Also ich sehe das ein bisschen differenzierter. Mir ist es nicht egal, was andere machen, weil ich halt auch immer sehr interessiert bin an anderem Content. Sonst würde ich ja mich nicht in Streams umschauen und mir mal Sachen von dir anschauen oder von, keine Ahnung, von sag mal, Simon Unge bis Day, so, das sind natürlich die beiden krassen Fälle, so von dem Style von dem Content. Da gucke ich mir einfach alles an. So. Einzige, was ich halt nicht mache und was man halt nicht machen soll, man sollte halt sich nicht mit den Leuten vergleichen. Ich glaube, da fangen dann halt die Probleme halt an. Und sich Eindrücke von anderen Streams zu holen, finde ich cool. So, es macht auch Sinn, weil jeder das ja auch teilweise anders macht. So bei uns, wir machen halt ein bisschen tryhardigere Sachen. Andere machen es ein bisschen casualiger, andere machen Roleplay, die anderen machen kreative Sachen. Von daher finde ich es gar nicht so schlimm. Also ich gucke mir echt viel an und switche da auch echt viel durch. Aber ich glaube, der Grundtenor ist, dass man halt einfach offen bleiben sollte und an sich selber arbeiten sollte und nicht an sich darüber irgendwie selbst ignorieren. Mit anderen messen sollte, wo eigentlich gar kein Bezug zu besteht. So, das ist immer das, wo die Fehler entstehen, meiner Meinung nach. Dieses Konkurrenzdenken. Ja, wir sind halt eine Twitch-Community im Endeffekt so. Also. Nee. Eigentlich schon. Am Arsch. Und diese Bleep Purple-Scheiße kannst du dir auch schön durch den Arsch ziehen. Also, am Arsch. Wenn, keine Ahnung, wenn es nicht eine Twitch-Community wäre, dann würde ich nicht bei mir oder bei uns im Chat ab und zu irgendwelche HD-Dizzy-Emotes sehen oder Stay-Emotes oder keine Ahnung, was für. Das sind Mikrokosmen, die sich zusammenfinden. Ja, aber das ganze große Ganze, so wie es vorgemacht wird, das gibt es nicht. Sehe ich ein bisschen anders. Es gibt Mikrokosmen, also sagen wir mal so, es gibt Community, ich sage es trotzdem auch, wenn ihr alle sagt Community, Communities innerhalb von Twitch, die, sage ich mal, miteinander vernetzt sind, diese Bubbles, die quasi über sich überlappen auf verschiedene andere Streams so. Und das sind schon große Communities, die innerhalb von Twitch sich gebildet haben und die auch weiter wachsen, was ich auch cool finde. Und deswegen sage ich halt trotzdem, das ist halt eine, im Endeffekt ist es, wenn das jetzt die Community beziehungsweise diese Bubblen aus, keine Ahnung, 8 unterschiedlichen Streams entstehen, das ist trotzdem eine große Twitch-Community.
Ich beziehe das mehr auf dieses verallgemeinerte Bleed-Purple-Ding. Darauf beziehe ich das. Das, was du sagst, ist klar, dass sich natürlich viele Communities überschneiden und dadurch eine große entsteht, ja. Aber so wie es halt dargestellt wird mit Bleed Purple und alle haben sich lieb und piep, 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 das hast du, du merkst es auf jeder, du merkst es immer eine Woche vor der Messe, ist immer alles, yeah, und ich freue mich so auf dich, Schatzi, wuhuhuhu, und dann sind wir auf der Messe, pussi, pussi, ja, alles toll, und und danach wieder noch eine Woche, dann kommt der Woche der Messe Blues und dann ist alles wieder scheiße. Und dann sind alles wieder so, sind heimisch auf ihrem Teamspeak angekommen. Ey, die alte Fotze, die mag ich ja gar nicht. Und dann drei Monate später, oh, Pussy, Pussy, oh, ja, ich freue mich so auf dich. Sowas kriege ich gar nicht mit. Ja, siehst du, ich auch nicht mehr, aber ich habe schon alles mitgekriegt. Deswegen habe ich diese Einstellung mittlerweile, dass ich sage, ey, komm, leck mich am Arsch mit eurem Scheiß. Macht, was ihr wollt, so. Ich hänge mit den coolen Kids ab, so, und fertig. Also, das ist das Gute. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass uns nicht so viele kennen, also dass Bonjour nicht so viele Leute kennen, weil wir haben halt die Probleme gar nicht. Wir haben halt die Probleme gar nicht, dass irgendwie so dieses krasse... Also ich habe das schon mitbekommen auf der Twitch-Party, wenn man da so steht und dann guckt man irgendwelche Unterhaltungen mit und dann so, hast du gesehen, die ist auch hier. So, ne? So dieses Klassendenken, so, hey, hast du gesehen, die Chantal aus der 5B ist auch da, so, weißt du? Und die hat mir letztes Jahr den Kevin ausgespannt. Und das gibt's halt auch auf Twitch, das ist klar, das ist das, was du gesagt hast. Aber irgendwie, es ist vielleicht gut, dass man sich da als Streamer ein bisschen rauszieht und das lieber von oben betrachtet, als da aktiv nur zu mitzudrehen sein. Aber das meine ich nicht. Ich meine halt, dass dieses Bleed Purple, klar, das ist ein Slogan, das ist halt Marketing und so weiter. Aber ich finde schon, dass die Community, die übergreifend, die ich jetzt so kennengelernt habe, über Twitch recht cool ist. Also, wenn ich das jetzt mit anderen, ich verbinde jetzt, oder beziehungsweise sag jetzt einfach mal, wie es ist, Twitch mittlerweile eine Social Media Plattform, eine sehr aktive, interaktive, mit einem direkten Feedback-Kanal, und dafür ist die echt recht, also, so ist meine Empfindung, ja, ich kann mich jetzt absolut irren, ist sie halt recht positiv und positiv, sag ich mal, tituliert und die sehr positiv nach außen tragen. Also wenn ich jetzt das, was ich mitbekomme, klar, es gibt mal irgendwelche Trolle im Chat und sonst was, im Großteil aber, es ist eine positive Community und das meine ich halt mit diesem Twitch-Gedanken, der da sich vielleicht auch irgendwie widerspiegelt. Ja. Aber die Thematik hatten wir auch schon vor 3 Jahren, als wir hier mit dem Plankenschnack angefangen haben. Ja. Das und schon damals stand da, dass der eine dem anderen nichts gönnt und so. Wenn die Zeit dafür haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen, ich habe die Zeit nicht. Mich mehr Sorgen, mehr Gedanken darüber zu machen, dass jetzt, was die da mit in ihrem Stream hat, da habe ich die Zeit nicht für. Und habe ich auch gar nicht die Energie für. Meine, diese Energie stecke ich lieber woanders rein, muss ich zugeben. Fakt ist einfach, ohne andere Menschen erreichst du nichts. Nirgendwo im Leben und vor allen Dingen nicht auf Twitch. So, wenn du nicht dich mit anderen Menschen halt nicht gut stellst, sondern halt verbindest und halt eine Art Freundschaft, nee, Familie quasi bildest, dann wird das auch nichts. So. Aber das ist halt überall so. Auf so Plattformen gibt es halt mehrere Menschen und im Team ist alles, macht alles mehr Spaß und alles funktioniert besser. Ja. Ich möchte noch mal ein wichtiges Hashtag verbreiten, das mir die letzten Tage am Herzen liegt. Und wie? Was? Ich werde auch vom Automod? Nee, das erlauben wir natürlich, Automod. Was los? Was? Peppen für den Weltfrieden. Los geht's. Was ist das denn? Peppen für den Weltfrieden. Das ist ein Hashtag, was du in letzter Zeit, das du jetzt gerade erfunden hast, oder was du immer, wirklich... Immer wenn mir was auf den Sack geht, sage ich... Ach so, okay. Wenn irgendeiner okay. Schon wieder irgendwie... Soll ich jetzt? Kriegt oder so. Ja, bitte, mach doch. Kannst du gerne rausgehen, Peppen für den Weltfrieden. Jedes Mal, gleich, wenn du die Kamera ausmachst. Ankommt, richtig schön die Palmen. Das Mikrofon polieren. Ist so dumpf, da kommt dann nichts durch. Kein Problem. Aber bei manchen Menschen tut es dann irgendwann weh, also... Was? Ich möchte da jetzt niemanden speziell ansprechen. Nein, ich auch nicht. Aber so viel Freizeit, wie manche Menschen haben, ich meine, irgendwann... Also jedes Mal, wenn ihr Neid empfinden solltet, einfach mal fappen.
Achso, ich hab gesagt, wir rollen das Ganze jetzt wissenschaftlich auf. Oh, jetzt geht's eher bitte. Also. Also! Ich hab gerade jemand die Ohren auf! Also. Man darf ja auf Twitch laut Ethos, wenn es halt wissenschaftlich ist, auch über Onanieren reden. Deswegen kann ich es auf jeden Fall sagen, dass Onanieren auch sehr gut für die Gesundheit des Mannes ist, weil gerade ist es auch Vorsorgen gegen Prostatakrebs. Und deswegen unterstütze ich hiermit offiziell diesen Hashtag. Fetten gegen Krebs! Und wenn ihr 30 seid, geht auf jeden Fall zur Prostata-Vorsorge. Das kann ich nur jedem Mann empfehlen. Habe ich auch schon gemacht. Das ist gar nicht so schlimm. Ich wollte. Meine Ärztin hat mir gesagt, ich soll in 10 Jahren wiederkommen. Echt? Ne. Ich habe da sogar eine recht witzige Story. Und zwar, der Arzt, der mich da untersuchen wollte, hatte riesige Pranken. Die waren wirklich riesig. Und er sagt so zu mir so, entweder kann ich das machen und zeigt mir so seine Hand oder meine Kollegin macht das. Ich sage, Kollegin. Nun. Das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ja. Ja. Ja, der müsste sich ja, also 90%, gut, dass du es ansprichst. An alle, die 90% aus meiner Community, die weit über 30 sind, ich hoffe, ihr habt Prostata-Untersuchungen gemacht. Ansonsten, Jens hat gesagt, wir müssen das machen, Jens. Also ja, ist das wichtig? Nee, das ist Spaß beiseite, das ist wirklich sehr wichtig. Hebst du Scheiße. Das war auch nicht witzig gemeint gerade. Nee, ich meine nur so, weil es einfach nochmal, um mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Hebst du Scheiße. Hast du gerade gesagt, Fappen ist Scheiße? Krebs. Ach so, okay. Ja. Hast du gerade gesagt, Krebs ist scheiße? Ich habe mal mit zwei Medizinstudenten zusammen gewohnt und die haben irgendwann mal so ein Modell nach Hause gebracht, wo du quasi lernen konntest, die Prostata zu erfühlen. War so ein Ding aus so einem Kunststoff. Da konntest du dann den Finger reinstecken und dann konntest du da verschiedene große Prostata-Modelle reintun. Und danach testen, ob die Prostata gesund war oder eben nicht. Wollte ich sagen, aber erstmal, man nimmt ja nicht den ganzen Arm. Das ist wichtig, bevor du jetzt die Leute abschreckst. Ja? Genau. Du machst so die Handbewegung, die man bei einer Kuh macht. Ja? Also das so ist es nicht. Das sind eher maximal zwei Finger. Also ja. Nur mal so zur Info, liebe Zuschauer. Nicht, dass ihr jetzt denkt, der ganze Arm. Also Leute, das Ding ist, ich hab ja gesagt, ich werde mir ein IRL-Setup anschaffen. Wir machen das gemeinsam. Ich zeige euch, dass das nicht schlimm ist. Natürlich jetzt nicht so, es muss noch TOS-konform sein, aber wir kriegen das schon hin. Naja, also wenn Leute tätowieren machen, kannst du auch zum Urologen gehen. Ja, moin, Herr Meier, also ich habe hier mal ein paar Leute mitgebracht. Ne? Wenn Sie hier heute also meine Prostata untersuchen, dann könnte der ein oder andere zugucken. Können Sie jetzt vielleicht ein bisschen was erklären, was Sie da machen? Wäre nur peinlich, also wenn du dann dabei Nasenbluten bekommst. Ich führe jetzt meine Faust hier ein. Und dann erfühle ich ihre Prostata. Ja, gut. Die Leber, warte mal, ich guck mal die Leber an. Oh, scheiße, ich bin fast drin, ich glaube, ich bin afflitscht. Man kommt so gut durch bei Ihnen, Herr Dissing. Muss los, tschüss, ja. Ja, das war toll. Das war ein guter Themenumschwung. Mhm. Oh ja, ich gehe mit Stefan zusammen. Das wird richtig witzig. Nebeneinander dann, oder was? Der macht Dual Wheel. Ja, Stefan, alles Dual cool, oder was? Ja, sicher. Ich nehm sie. Das klingt doch nach einer soliden Aufgabe. Also. Ja. Ich verstehe jetzt das Problem nicht. So. Ja. Und es ist nicht nur die Prostata, ne, Mädels? Genau. Gebärmutterhalskrebs, super wichtig. Meine Mutter hatte Gebärmutterhalskrebs, deswegen kann ich nur sagen, macht es auf jeden Fall, geht zur Vorsorge. Aber Frauen gehen ja sowieso sehr, sehr häufig zum Frauenarzt, hoffe ich. Hoffe ich vor allen Dingen. Ja, hoffst du. Also. Weiß aber nicht, dass sie es machen. Das war jetzt ein sehr harter Themenumschwung. Ich habe ja immer das Gefühl, Jens, wenn ich mit dir in einem Raum sitze, ich komme nie zu einem ordentlichen Gespräch.
Nie. Tut mir leid. Okay. Ich ist nicht schlimm, ist keine, ist nicht böse gemeint. War immer dasselbe. Ich finde, das ist ein ganz ordentliches Gespräch, was wir bis jetzt führen. Finde ich auch, absolut. Wir reden nur nicht über das Eigentliche. Ja, dann red doch über das Eigentliche. Man kann sich auch mal gehen lassen. Und dann stell doch mal die eigentlichen Fragen noch. Komm, die baller ich jetzt raus. Wie viele Subs habt ihr denn jetzt? Ja. Wie viele Follower? Follower kann man ja nachschauen. Nee. Doch egal. Wo wir jetzt schon ich bei will nur Urologen. Wissen, ob ihr mehr als ich habt, damit ich weiß, ob da überhaupt was zu holen ist. Ob ich jetzt nach Hamburg kommen muss ins Studio oder nicht. Okay, also nicht. Also nicht. Nee, komm nicht nach Hamburg. Toll. Niklas, ruf mich an. Mit Jens geht das nicht. Nun gut, was sind so eure Zukunftspläne? Habt ihr euch da was zurechtgesteckt bei Bonjour? Oder habt ihr da nicht so wirklich eine Agenda? Zukunftspläne, also ich rede jetzt nicht wie weit? Ne, sondern wie weit in die Zukunft? Weiß nicht, wie weit ihr gehen möchtet. Also zukünftig, wir werden jetzt in den nächsten Monaten noch ein paar Events sein, wo wir noch nicht weiter, was ihr schon wisst, aber was ich euch gesagt habe, wo wir noch nicht weiter darüber reden dürfen aktuell. Dann, ja, zukünftig wollen wir gerne, wir haben jetzt eigentlich keine super festen Pläne. Also wir wollen die ganzen neuen Spiele mitnehmen, die jetzt kommen. Also Fallout haben wir Bock, so, wenn es relevant ist. Aktuell Pläne. Wir wollen unser Studio weiter ausbauen, wir wollen an der Technik arbeiten, wir hätten gerne dann also 5 Gaming-Plätze. Wir wollen quasi außerhalb des Studios Büroflächen hinbauen, dass man da auch mal von dort arbeiten kann. Wir wollen allgemein das Studio schöner gestalten, dass es wohnlicher wird für alle. Ja, die Küche ist ja jetzt fertig geworden, April diesen Jahres. Ups, das ist die Schraube, wo ich die ganze Zeit mit rumspiele. Ich habe es angekündigt. und ansonsten mir privat ein neues Mikro kaufen. Ah, da fehlen leider noch 1000 Subs. Da kann ich mir nicht... Nein. Ja, das ist so... Also wir haben eigentlich keine konkreten Businesspläne. Also klar, irgendwie wahrscheinlich... Ich hoffe mal, dass Niklas sowas im Kopf hat. Aber ja, so krasse Pläne... Wir wollen halt IRL-Stream gerne machen, so aus Hamburg. Das, da haben wir richtig Bock zu. Also quasi uns 4 Pappnasen oder zu 5 durch Hamburg laufen und Eis essen gehen und an die Elbe und so. Das, glaube ich, würde ganz gut funktionieren, weil bei uns unsere allgemeinen Talks schon so in der Küche funktionieren. Und wir auch denken, dass wir halt auch ganz witzigen Content von unterwegs produzieren könnten. Da haben wir halt Lust drauf. Ansonsten würden wir gerne wieder... Jetzt fällt mir gerade ein. Außerdem würden wir gerne wieder mal ein E-Sport-Turnier veranstalten mit der Community zusammen, mit irgendwelchen Preisen und so. Ein bisschen back to roots, was das angeht. Aber ja, sowas in die Richtung. Ist eure LAN eigentlich so ein jährliches Event? Wir haben ja bis jetzt die LAN immer im Sommer gemacht und im Winter. Das war so die LAN, die bei uns innerhalb im Studio stattgefunden hat, für das ganze Team. Und wir haben jetzt halt das erste Mal die LAN halt in Husum gemacht, für die Community. Wir müssen halt schauen, ob wir nochmal so eine Community in dem, also so eine Community-LAN in dem Ausmaß machen, wie war mein Gehirn. Weil das war schon wirklich unfassbarer Aufwand. Das war wirklich richtig, richtig krass viel zu tun. Und wir haben da auch nicht keinen Pfennig dran verdient oder so. Und da so viel Zeit zu investieren in so einer kleinen Firma, in so einem kleinen Startup, ist halt immer so, na, ist das jetzt ein guter Schritt oder nicht? Also klar, im Endeffekt war es ein guter Schritt, weil wir halt das für die Community gemacht haben. Wir gemerkt haben, ey, das war mega geil. Wir saßen am Ende mit 75 Leuten in einem riesigen Raum und haben dann dort uns über alles mögliche unterhalten und so. Das war halt eine sehr coole Community-Sache. Aber wenn wir sowas machen, wahrscheinlich nicht nur mal in Husum, sondern irgendwo, wo halt auch mehr Leute irgendwie kurzfristig hinkommen können. Wahrscheinlich irgendwie in Deutschland mittig. Ansonsten unsere Bonjour-LAN wird es, denke ich, mal wiedergeben dieses Jahr, vielleicht im Winter oder so, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wir haben mal die Planung nicht angefangen, wo wir wieder 178 Stunden dauerhaft live sind.
Ansonsten, ja, macht es halt Spaß, weil das irgendwie so Teil von unserer ehemaligen LAN-Kultur ist und cool ist. Wie viele Pornos habt ihr so mitgebracht von der LAN? Gar keine, weil echt? Die liefen da ja schon. Keine LAN. Der hat heutzutage eigentlich noch Pornos auf der Platte. Aber auf einer LAN. Dafür gibt es doch Streams. Also. Ja. Aber auf der LAN gab es einige. Also wir hatten übrigens einen, mir fällt jetzt der Name nicht ein, einer unserer Community, und zwar wir saßen oben auf der Empore und haben einen gesehen, der so nach hinten gelegt, ich muss kurz nach vorne gehen, so nach hinten gelegt, saß und hat dabei Pornos geguckt, so. Und dann hat der Typ von der Community gesagt, weil er hatte wirklich so ausgewählt und so richtig exzessiv und immer so interessiert sich die Pornos angeschaut. Der saß da so, oh, was ein cooler Dude, der da einfach so sitzt und sich die Pornos reinzieht. Und dann hatte einer aus der Community gemeint dann so, das ist bestimmt eine Armattrappe, die er so... Das ist 200 IQ. Hast du einfach so eine Armattrappe drin und der richtige Arm ist unten. Ey, das ist richtig geil. Und alle denken, boah, was hat der für eine Selbstdisziplin? Nicht schlecht, ey. Ich glaube, das ist einfach ein Meme, dass der da Pornos laufen hat. Ja, ich habe ein Bild gesehen. Ja. Da haben einige Pornos reingezogen. Einer hatte so einen zweiten Monitor auf seinem Monitor, wo die ganze Zeit Pornos drauf liefen. Ja, das ist, glaube ich, einfach ein Meme. Dass das da gehört halt dazu. Ja, ja. Eben, das gehört halt wirklich zur LAN dazu. Das gehört wirklich dazu, ja. Wie heißt das nochmal, der IRC-Client? DCC? Keine Ahnung. Für falsche? Ich glaube DCC oder so. Ja. Weiß nicht mehr. Mann, da gab es früher. Ach, oh, hör auf. Hör auf. Ja, Matteo hat das getwittert, genau. Ja. Habt ihr für dieses Jahr irgendwelche Ziele gehabt, Sali und Slabby, weil wir das gerade so im Raum stehen haben? Ziele? Ja, hattet ihr dieses Jahr welche? So Lebensziele? So generell? Ja, ausziehen, ne? Also hier hinziehen. Hab ich geschafft. Abgehakt. Gesünder leben. Sport machen. Als wäre man dabei. Eurem abgefahrenen Leben. Wahnsinn, ne? Ja, also es ist... Nee, Ziele. Gesund bleiben. An meiner Ehe und meiner Beziehung arbeiten. Weiterhin streamen und happy und gesund und glücklich sein. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht so anspruchsvoll. Das sind... meine wichtigsten Dinge. Das sind so die Sachen, wo ich täglich dran denke. Du meinst nur darauf hinaus, dass du... Bitte? Entschuldigung, mein Ziel für 2018 war, dass Matteo am Leben bleibt, dass ich ihn am Leben erhalte. Dizzy möchte eigentlich nur darauf hinaus, dass er 3 Tage lang mehr Subs als Stay hatte. Also. Das ist sein Ziel für dieses Jahr erreichen. Nö, das war eigentlich ein Meme. Also nee, absolut nicht. Darauf wollte ich jetzt wirklich nicht hinaus. Aber ich schaffe es trotzdem. Ja, Ehe und Beziehung. Genau. Ja gut, die beiden Sachen nebeneinander zu handeln, ist auch nicht so einfach. Na, ich habe zu meinem Mann auch eine freundschaftliche Beziehung, ist mein bester Freund. Bringt aber nichts in der Ehe, da musst du trotzdem dran arbeiten. Also, ja. Ehe, Beziehung ist doch gehupft wie gesprungen. Auf jeden Fall sowas ist mir wichtig. Und Gesundheit ist mir wichtig. Und ja. Urlaub. So ein richtiger Urlaub wäre mal schön. Oh ja, bitte. So richtig. So 6 Wochen Neuseeland, hätte ich Bock drauf. Wow, ich bin mit 10 Tagen schon zufrieden. Ich hatte das letzte Mal Urlaub, letztes Mal ungelogen Urlaub, jetzt spiele ich die kleinste Geige der Welt, oder Violine der Welt, hatte ich 2014. Nee, Quatsch, Anfang 2015 letztes Mal Urlaub. 2011. Okay. 2012. Aber 3 Wochen. An denen ziehe ich. Ich war 5 Tage auf Föhr. Ich war 14. 2014? Nee, ich war 14. Als ich das letzte Mal Urlaub hatte.
Ich erzähle das übrigens immer sehr mit Stolz. Weil ich immer von mir behaupte, ich brauche keinen Urlaub. Ja, jeder Mensch braucht eigentlich auch mal Urlaub und Ausgleich. Und ich glaube, manchmal wäre es auch ganz gut, wenn man einfach mal rauskommen würde und mal was anderes sieht. Außer irgendwelche Hallen und andere Gesichter, die einen anlachen. Warum? Aber das ist eine Thematik, das solltet ihr mit, also da wirklich, da sollten wir nicht drüber sprechen. Also ich zumindest nicht. Ich bin da sehr awkward. Also ich bin da wirklich sehr awkward. Ja, aber du bist doch auch viel unterwegs. Du machst ja auch schöne Bilder und so. Das ist doch auch, oder nicht? Ja, das ist mein Ausgleich. Mein ja, genau. Deswegen, sowas brauche ich. Ich brauche sowas auch mal wieder, einen Ausgleich. Du kannst mir auch zeigen. Bitte? Kannst du mir Hamburg zeigen? Oh ja, sehr gerne. Dann gehen wir fotografieren. Okay. Deal. Ja, ich habe auch noch eine zweite Kamera für dich. Ja! Fotografiere sehr gerne, ich habe noch keine Kamera mehr. Aber was egal. Was waren denn deine Ziele, Dizzy? Die IL-Tour dieses Jahr. Das war definitiv ein Ziel von mir, Sascha bereitzutreten, dass wir eine Woche mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Abgehakt. Definitiv abgehakt. Mehr Geld zu verdienen, um mir nicht in die Hose zu kacken, dass ich meine Rechnung bezahlen kann. Auch abgehakt. Das klingt jetzt ein bisschen kacke, aber es war wirklich so, weil ich hier eingezogen bin und das war noch nicht so gut auf dem Konto. Ansonsten habe ich mir ehrlich gesagt keine Ziele gesteckt, wenn ich wirklich ehrlich bin. Ich wollte fotografieren gehen, mir ein Hobby suchen. Habe ich auch geschafft. Ich glaube, ich führe eine relativ solide Beziehung mittlerweile. Habe ich auch geschafft. Ansonsten ist das immer nur so ein Bau oder Reparatur meiner eigenen Person. Aber dafür habe ich kein Ziel. Ich versuche irgendwie an mir selber viel zu arbeiten. Ja. Klappt ganz gut. Okay. Ansonsten habe ich mir noch als Ziel gesetzt, das meine erste eigene IRL-Sache zu machen dieses Jahr. Das habe ich mir noch als Ziel gesetzt. Dieses Jahr noch? Ja. Dass ich morgens ins Flieger steige, in irgendeiner Stadt aussteige, dort den ganzen Tag mit dem Stream unterwegs und abends wieder zurückfliege. Das will ich dieses Jahr noch einmal machen. Das habe ich mir noch vorgenommen. Mit meiner Freundin wohlbemerkt, nicht alleine. Dieses Jahr noch, ja. Und das größte Ziel für nächstes Jahr wäre, ist aber noch nichts so, das wäre nochmal so 2, 3, 4 Wochen IRL-Tour machen. Aber größer. Aber das muss halt erstmal alles noch geklärt werden, wegen Frau, Kind und Kegel und so. Aber das wäre nächstes Jahr. Ja. Mehr Ziel habe ich nicht. Wow. Alles, wenn ich das mit meinen irgendwie vergleiche, klingt meine mega traurig. Ich wollte einen Rasenmäher haben. Ja, ja. Du wolltest einen Rasenmäher haben? Ja, ich hatte halt keinen Rasenmäher und ich habe dann eins zum Geburtstag bekommen. Ja, Glückwunsch! Läuft! Das gibt's übrigens auch bei Alternate Rasenmäher. Also Beziehung habe ich nicht. Ich habe Matteo. Von daher, die läuft ganz gut. Rasenmäher habe ich. SpongeBob läuft gut. Ah, doch, ein Ziel. Das kann ich halt jetzt nicht sagen. Das ist das, wo ich dieses Jahr werde ich noch etwas hoffentlich sehen oder hingehen, wo ich mich sehr darüber freue, wo mein Herz für brennt. Und das wird noch dieses Jahr passieren. Aber das ist auch ein Ziel, was ich seit dem ich kann das halt jetzt gar nicht erklären. Egal, lass es einfach so stehen, ihr wisst, worum es geht. So, hier die drei Kollegen mit der Chat. Die werden es auch bald wissen. Nun, wie heißt die EVE Online? Das Happening da immer in Island? Reykjavik?
weiß nicht mehr, wie sie hieß. Reykjavik, keine Ahnung. Jetzt fällt die nächste Frage, go. Habt ihr eigentlich die Island-Fußballwerbung gesehen? Fußballwerbung? Ja. Yeah. Als sie das erste Mal bei der Fußballwerbung waren, bei der WM waren? Oh, die haben das so gefeiert. Also das war halt, war es Island oder? Ja, wahrscheinlich. Island. Die waren dieses Jahr das erste Mal. Die haben extra dafür eine Werbung produziert und haben das so gefeiert, dass die da sind. Und denen war das scheißegal, ob die rausfliegen oder nicht. Aber das war halt wirklich so, nice. Gut, ist scheiße, wenn Leute nicht. Ich habe die WM gesehen, ja, aber ich nicht. Keine Werbung von Island. Ich habe einen Ticker gehabt. Den Ticker, das war gesehen habe ich nicht. Wollen wir eigentlich kurz mal in die Pause gehen? Ich muss pipi. Mach mal pipi. Na dann. Pipi-Pause. Okay, lass uns schnell Pipi-Pause machen. Mietzi, nicht mich markieren jetzt.
Wir sind wieder da, oder? Ja, hi, hallo, wir sind wieder da. Okay, da wir jetzt schon über alles Mögliche geredet haben, über Gott und die Welt. Ich würde eigentlich so hier sitzen. Der Arme, damit willst du Multimillionär, wenn du das rausbringst. Ich wollte dieses Thema übrigens gerade wieder aufgreifen. Wir haben in der Pause für den Weltfrieden was gemacht. Ich halte jetzt nicht meine Hände hoch. Ich mache da echt Merch draus. Jetzt mal ernsthaft, Chat, würde das jemand kaufen? Ne, ernst gemeinte Frage. Würde sich das jemand kaufen? Feppen für den Weltfrieden? Ja. Und that's what she said, abgesehen davon. Das dann aber auf dem Rücken. Also ich würde mir nicht Feppen für den Weltfrieden auf mein T-Shirt drucken, aber... Also ich als Frau, ich glaube, ich fände das ganz witzig. So über den Brüsten so Brüsten. Ich fände das ganz lustig. Aber ich habe auch einen komischen Humor von dem her. Das war übrigens auch meine nächste Frage, Sanjiro. Woher kommt eigentlich der Name Bonjwa? Das ist eine gute Frage. Bonjwa kommt eigentlich aus dem Buddhistischen und wurde dann später ins Koreanische adaptiert und heißt sowas wie ja Großmeister, wenn jemand halt über eine Dekade, über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr, sehr, sehr gut in etwas gewesen ist. Das gab es dann halt zum Ende hin halt in der StarCraft-Szene, ja, dass wenn halt ein Zerg-Spieler über ein halben Jahr, über ein halbes Jahr hinweg, sag ich mal, einfach jeden geplättet hat, dann war der halt dann ein Bonjwa. Und daher kommt es. Punkt. Stefano war immer mein Liebling. Den mochte ich. Ja, er war kein Bonjwa, er war einfach ein sehr guter Spieler und toll. Ich war mir sehr, sehr sympathisch. Ja. Ja. Oh. Das waren schöne Zeiten, muss ich sagen. So Home Story Cup damals, die erste bei Dennis in der Wohnung. Das waren schöne Zeiten für StarCraft. Fürs Gaming an sich, ne? Also für Gaming, ja. E-Sport und so war die ganze StarCraft-Szene schon sehr wie soll ich sagen, es war halt nicht so nischig, die Zahlen waren extrem gut bei irgendwelchen großen Cups. Jeder hat irgendwie geguckt, auch wenn kaum einer so gut spielen konnte, weil einfach die Gap zwischen dem Skill einfach unfassbar groß ist. Also zwischen jemand, der halt auf so einem krassen E-Sport-Niveau spielt und jemand, der Master ist, was auch schon sehr gut ist, einfach nochmal Lichtjahre dazwischen. Ach, wir haben mal wieder ein gutes RTS. Ich hoffe ja, Warcraft 4 wird announced dieses Jahr. Dann würde ich weinen vor Glück. 4 Stunden. Das würde mich auch freuen. Ich will nicht wieder über ein Spiel reden. Entschuldigung. Och, dafür sind wir hier. Also es gibt hier keine Guideline so. Okay. Absolut nicht. Das ist, gibt's hier nicht. Wenn du über Warcraft 4 reden möchtest, dann Feuer. Ich glaube, wenn Warcraft 4 rauskommen würde, ich glaube, das würde Bonjwa von Zuschauerzahlen richtig gut tun. Willst du jetzt einfach sagen, euch geht's schlecht? Nee, uns geht's nicht schlecht, um Gottes Willen, aber ich glaube einfach, das wäre, glaube ich, nochmal so ein krasser Schritt. Einfach, ihr hattet halt heute Nachmittag 2000 Latschen, was ist los mit dir? Nein, ich meine halt jetzt, weil wir alle nochmal Warcraft spielen würden, Niklas wird ein Pro da drin werden und ich glaube, wir einfach dann nochmal irgendwelche Turniere veranstalten könnten, weil das ist halt unsere DNA, so RTS und so, und ich glaube, wenn Warcraft 4 rauskommen würde, ich glaube, das meine ich halt damit, dann hätten wir vielleicht 5 bis 10.000 Zuschauer oder so, keine Ahnung. Ja. Das ist so, wie ich auf Minecraft 2 hoffe. Wird auch nie kommen. Scheiße, man moddet Minecraft nicht gegeneinander spielen kann.
Minecraft spielen wir ja auch häufig, ne? Also so. Vanilla oder modded? Vanilla als HC. Bin jetzt nicht so Fan von, leider. Vanilla. Spiele ich ein bisschen auf meiner Switch. Da macht's Spaß. Wir machen ja immer so HC und wer stirbt, dann muss dann irgendwie irgendwelche witzigen Sachen machen. Eine gute Idee. Tatsächlich. Geht leider viel zu häufig. Mit, aber nicht mit Permadeath dann, sondern. Doch, Permadeath. Ja. Ach so. Also richtig. Wie immer Hardcore, immer richtig, muss immer in die Fräse rein. Wenn einer fehlt, dann mit müssen die Tränen rollen. PvP on? Ja, meistens spielt dann Matteo und Gino zusammen auf einem Hardcore-Server mit Permadeath. Und ja, da ist eine, das war ja auch ganz witzig. Und zwar bei Bonjour war es halt so, wir waren ja so alle krassen E-Sportler, in Anführungsstrichen. Oh, guck mal, kommen gerade ein paar Subs gekippt. Nein, das ist ja so nett. Dann meinte Matteo so, ey, ich habe noch Minecraft gespielt, ich will mit Gino Minecraft spielen. Und Niklas, was so ein Scheiß, Minecraft wird niemals funktionieren. Und dann ist ja daraus Klotz in Kante entstanden. Und dann haben ja die beiden versucht, über mehrere Episoden so quasi richtig so aufgezogen wie so eine Serie, den Enderdrachen zu besiegen. Und ich glaube, in Staffel 9 oder so haben sie es dann endlich geschafft, weil sie dann immer richtig blöd gestorben sind. Beim ersten Mal sind sie gestorben, weil sie wegen der Witch gestorben sind, dann beim zweiten Mal, weil irgendwie so Creeper explodiert, so ganz random, und die haben halt immer um was gewettet. Und einmal hatten sie dann blonde Haare, einmal mussten sie irgendwie Soulstreaming essen und so. Also es war schon sehr witzig. Ja. Da gibt es sogar noch ein geiles YouTube-Video von uns, wie wir Soulstreaming essen. Und das war wirklich, das ist echt, wenn du das guckst und nicht lachst, dann bist du innerlich tot. Das ist einfach nur geil. Ah. Apropos YouTube, seid ihr auch auf YouTube unterwegs? Also ja, theoretisch schon. Wir laden ab und zu mal irgendwelche Videos hoch, wo wir denken, dass es passt. Aber wir sind eigentlich nur live. Also VOD ist für uns eigentlich keine, also YouTube ist für uns eigentlich keine Plattform. Was es mittlerweile gibt, also erstmal vom Zeitinvest her, was es mittlerweile gibt, es gibt eine Community, eine Bonjour Community YouTube-Seite, wo halt Community-Mitglieder einfach die kompletten besonderen Sachen, wie zum Beispiel Matteo spielt Dark Souls, und dann wird es halt komplett hochgeladen, so, ne? Für die Leute, die es halt verpasst haben. Aber es ist halt ein Community-driven Projekt, aber wir haben auch noch einen offiziellen YouTube-Account, aber den verwenden wir halt nicht wirklich. Für spezielle Sachen mal. Also keine Highlights oder so, wo Streams dann nochmal aufbereitet werden? Ja, wir haben halt die Bonjour Highlights haben wir schon, aber die gibt's halt auch meistens dann live, sagen wir mal montags um 18 Uhr unserem Briefing, sagen wir mal so die Top 10 Clips, so die witzigsten, sind noch ein bisschen aufbereitet, aber ja, so richtige Highlight-Clips, ja, würde wahrscheinlich gut funktionieren, aber dafür fehlt uns leider die Zeit. Ja. Beziehungsweise bei uns fehlt jemand, der sich da hinsetzt und sagt, so, ich mache das jetzt jede Woche, weil ich Bock drauf habe. Ja. Ja. Das ist aber auch mega Aufwand, ne? Ja, ja, so. Eben. Wenn man sich mal überlegt, als man damals angefangen hat, wird ja euch auch so gehen. Wenn man sich so überlegt, was man heute zu tun hat. Ja, also. Da kommt man gutes Schwitzen. Ja, das ist halt mittlerweile, wir haben jetzt drei große Partner, dann haben wir Twitch, dann mache ich nebenbei noch das komplette Consulting, die Organisation für die Events, nebenbei noch Stream. Partnerakquise, Marketing-Sachen, Vorträge, Präsentation, Reportings. Das ist schon einiges, was da am Tag zusammenkommt. Also ich habe zwar Gott sei Dank Homeoffice, aber da kommen halt manchmal, das ist dann auch hier, keine Ahnung, um 8.30 Uhr morgens bis abends um 22 Uhr und arbeite die ganze Scheiße ab. So, wenn gerade jetzt bei dem Expo, wenn dann die ganzen Sachen da aufbereitet werden müssen und noch irgendwelche Slides von irgendwelchen Präsentationen angepasst werden müssen oder Videos, die noch auf irgendwelchen großen Motion Halls ablaufen, angepasst werden sollen. Das ist schon alles, ich will es jetzt ja mal in großem Stil, um Gottes Willen. Ich arbeite für einen absolut meinen Traum so. Aber es ist halt schon, in einem normalen Job würde ich halt
glaube ich, bei den Arbeitsstunden sagen so, nee, das mache ich nicht mehr. Ich werde für 35 oder 40 Stunden bezahlt und nicht für 55 so. Mhm. Aber ja. Komme ich ja gar nicht mehr zum Zocken. Das ist echt, ja, ab und zu muss ich auch noch WoW spielen, das stimmt, das ist die wichtigste Aufgabe. Das gute alte WoW. Das hält mich noch am Leben. Du, MK hat jetzt auch angefangen. Du hast es noch nie gespielt? Okay. Sobald die, wenn, spiel die Classic-Server, wenn die rauskommen. Das ist quasi Vanilla-WoW, wie es früher war. Richtig hardcore. Ich habe auch so Spiele, die würden wahrscheinlich viele nicht spielen. Und ich sag so, Wolfenstein zum Beispiel. Könnte ich wetten, nee. Habt ihr Wolfenstein schon gespielt? Nee, ne? Ja. Hey. Nee. Habt ihr? Ja. Ehrlich? Ja, natürlich. Okay. Gut. Scheiße. Denn was, ja, dann such dir irgendwas aus. Aber WoW, nee. Nee, das, nee. Einfach grundsätzlich nein. Also ich glaube, Classic WoW wird richtig krass einschlagen auf Twitch. Ja. Das ist ja mal richtig Arbeit jetzt. Wenn Classic wiederkommt. Vor allem, wenn sie direkt am Anfang alles dann halt, was ist das? Patch 1.12, ne? Mhm. Wenn alle Raids dann direkt mit drin sind. Der Diamol-Patch. Mhm. Oh, Diamol. Gibt's Diamol eigentlich noch? Kann man noch, ne? Diamol gibt's noch. Ja, die ja. Haben das nur irgendwann gedreiteilt, glaube ich. Ein bisschen abgeändert. Aber ja, ich glaube, BWL wird nicht mit dabei sein, ne? Mit 1.12. Ich glaube nur Ragnaros, also quasi Molten Core und Onyxia. Echt nur? Nein, die hatten doch auch. Selbst nur. Du musst ja schon alleine 40 Wochen fahren am Farm, damit jeder den Onyxia-Umhang hat, oder 20 Wochen. Nur für die, die sich nicht damit auskennen, es gab damals in World of Warcraft einen Boss, der hieß Onyxia. Das war eine riesige Drachen-Lady und sie hatte einen Breath, einen Deep Breath. Und diesen konnte man nur mit einem bestimmten Umhang überstehen. Und für diesen Umhang brauchtet ihr eine Schuppe, eine Drachenschuppe. Und diese Drachenschuppe gab es nur bei General Drakizard. Und diesen Boss konnte man nur einmal alle 3 Tage oder alle 7 Tage legen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber sagen wir mal, alle 7 Tage konntest du den nur einmal legen. Und ich glaube, die Schuppe ist 1 bis 2 Mal gedroppt beim Kirschnern. Das heißt, du musstest 40 Leute einmal alle 4 Wochen, alle einmal in der Woche sozusagen ausrüsten, damit du diesen Breath überhaupt überleben kannst. Das war krass damals. Wir hatten feste Raid, also wir hatten in unserer Gilde feste Raid-Gruppen, wo genau stand, wer mit dabei ist. Und dann gab es 1, 2, also meistens 2 Ersatz vom Haupttank, vom Mage, vom Heiler und sowas, die dann auch schon da standen und gehofft haben, dass einer von der Hauptgruppe nicht dabei ist, der danach rutschen kann. Die Woche über hast du gefarmt für die Raids. Also das war früher, ach Gott, war das schön. Ja, wir hatten damals, mein Lieblingspool war damals bei Ragnaros. Wir waren halt so sehr nah am Killtry. Ragnaros war halt ein riesiger Feuerelementar, der Feuerfürst. Und man hat im Teufelswald, in Fellwood, hat man bestimmte Pflanzen gefarmt, die man wo man einen Buff bekommen hat, der halt man einmal drauf machen konnte, dann war er weg, so wenn er gestorben ist. Zusätzlich hat man vorher, bevor man Ragnaros getötet hat, Onyxia getötet, weil wenn man Onyxia getötet hat und den Kopf abgegeben hat im Orgrimmar, hat man einen Buff dafür bekommen. So, wenn man gestorben ist, war der Buff weg. Und dasselbe mit BWL, wenn man eine Farin getötet hat, bla 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 bla. Und wir haben halt quasi alle Buffs zusammengefarmt, jeder hatte seine Flas drin und wir stehen bei Ragnaros und super eingeschworen, so, das wäre jetzt der Killtry und der Hunter macht einen Pre-Pull und alle sterben. Und es war irgendwie so 8 Stunden vorher Arbeit, war einfach für den Arsch. Das war sehr schön. Ach ja. Ist mein Mikro verzerrt? Die Hand. Ja, ab und zu mal. Ich war damals auch 2. Tank in Molten Core, aber wir haben, glaube ich, nie Ragnaros gelegt. Aber Onyxia. Onyxia habe ich damals gelegt bekommen.
Aber diese großen Sachen, diese 40-Mann-Sachen haben mir ehrlich gesagt nie so viel Spaß gemacht. Ich glaube, die 20-Mann oder 25, ich weiß gar nicht mehr, die waren damals schon angenehmer. 40 fand ich richtig geil. Oder, ja, genau. Ja, nee, die fand ich nämlich nicht so gut, weil die waren super kompliziert. Und das hat immer Ewigkeiten gedauert, bis dann die 40 Leute quasi zusammengepfercht waren und wirklich wussten, was sie machen sollten. Ich fand die kleineren, ich glaube, Sulgurup war das damals. Das war ein bisschen angenehmer, das habe ich lieber gemacht. Da konnte ich nie mit, die sind immer unter der Woche gegangen und da musste ich arbeiten. Ja, genau. So, da konnte ich nie mit und das war, da gab es den, den Tiger gab es als Mount. Mhm. Und ich wollte unbedingt diesen Tiger haben, weil ich, ne, Horde und ich wollte halt unbedingt diesen Tiger haben. Aber da die immer unter der Woche gegangen sind, wo ich halt arbeiten musste, konnte ich da nie mit. Und den Armani-Bären. Ach ja. Ach, die Zeiten, wo man das, das Epic Mount endlich freigeschaltet hatte. Ja, ja. Da bin ich damals zu YouTube gekommen, weil ich mir den ersten Onyxia-Kill angucken wollte. Ja, ich habe auf YouTube, wenn ihr nach Kerak First Kill Kazak, da findet ihr den First Kill von Kazak, wo ich drin bin, wo ich schreie wie ein kleines Mädchen. Ich war auch damals ein kleines Mädchen. 20 DKP minus. Ach, schön was. Okay, nächste Frage. Los. Wie ernennt ihr Mods? Der meistens subbt. Nee, Oh. Oh. Also, nee. Die Frage bezieht sich jetzt darauf, ihr seid ja mehrere so und setzt ihr euch dann gemeinsam hin und sagt so, der arbeitet jetzt schon so lange hier guter Laune im Chat, den müssen wir mal irgendwie modden, weil wir sowieso jemanden brauchen, den ganzen Fuckboys rausschickt. Also erstmal, wir haben ja eine sehr wohlerzogene Community. Deswegen haben wir da schon sehr häufig nicht so starke Aneckpunkte, dass man da Leute bannen oder timeouten muss. Das ist wirklich sehr selten. Da nochmal Chapeau an unsere Community. Wir besprechen das, wie schon erwähnt, in unserem Core-Meeting, wenn wir halt das Gefühl haben, dass wir irgendwie neue Mods benötigen, weil irgendwie vielleicht gerade uns zwei Mods gesagt haben, oh, wir müssen momentan mehr für die Uni machen oder sie haben beruflich nicht so viel Zeit. Und dann sagen wir, okay, welchen haben wir denn da? Und dann wird dann gesagt, ja, der Nils, der ist echt cool, der ist immer mit Leidenschaft dabei und das passt jetzt zu unseren Werten und der erklärt auch immer Sachen, wenn Leute Fragen haben und so weiter, was hältst du vom Nils? Dann sage ich, ja, der Nils ist echt ein guter. Wenn er nicht so gut in Computerspielen ist, ist er an sich halt eine nette Person, weil er sich stetig versucht weiterzuentwickeln und das passt dann halt super zu unseren Werten. Dann sagen wir, okay, komm, lass mal den Nils jetzt modden. So. Und wir besprechen das dann immer halt zusammen, halt in unserem Core-Meeting und gehen dann immer nach diesen Punkten. Und ja. Und nach welchen Richtlinien arbeiten die Mods dann? Habt ihr da so feste oder? Ja, wir haben halt wir benutzen ja untypisch die Twitch-App als unser Hood und da haben wir halt einen Mod-Channel und dort besprechen wir halt immer die ganzen Themen, also wir gehen auch mal nachträglich noch irgendwelche Chat-Logs durch über Drittparty-Tools, um dann nochmal über Sachen zu reden und ja, die Leute sind dann angehalten, eher in Unterredungen zu gehen mit den Leuten, außer natürlich bei richtig krassen sexistischen, nationalsozialistischen blablabla Sachen, da wird sowieso gebannt instant. Aber bei anderen Sachen ist es halt auch so, dass wir einfach mal, dass sie da angehalten sind, aktiv auf Leute einzugehen. Einfach mal zu hinterfragen, was das soll. Ja. Okay. Okay. Ich möchte kein Mod sein, danke, ich verzichte. Keine Zeit für. Bist du jetzt schon? Das wäre geil. Was? Bist du jetzt schon? Nein, Scherz. Gehe ich jetzt kurz mal checken. Keine Panik. Geil, dann sag mir doch endlich mal einer Hallo, wenn ich da vorbeikomme. Ich sag dir immer Hallo, wenn ich dich sehe. Arsch. Ich komm gar nicht mehr zu euch, ich hab gar keinen Bock mehr, ey. Ihr mal gereast habt, ey, und kein. Geil, das ist schon viermal, vorhin war es drei. Drei. Das waren drei, Entschuldigung. Bin ich jetzt hier wirklich Mod? Hallo. Ach nee, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann da jetzt nicht den Chat stören. Geht aber schön, dass wir den einen Kanal, Twitch-Kanal gefunden haben, der noch mit der Twitch-App arbeitet. Nein.
Ja, es funktioniert halt gut für uns so. Also. Ja, warum auch nicht? Quasi wieder VfL Wolfsburg-Fan. Der eine, den es gibt. Ich habe nur noch eine Frage. Soll ich die stellen oder wollen wir das noch in die Länge ziehen? Nein, dann frag doch einfach. Equipment, wie gut ist das bei euch mittlerweile? Also habt ihr da Red-Kameras mit Slow-Mo und 200 Frames pro Sekunde oder Millisekunde stehen oder habt ihr nur noch Logitech C920, zwei Stück, die Schon mittlerweile sehr gute Technik da für einen sehr guten Batzen Geld. Wir haben einen Blackmagic Videomischer, der 4K kann und 144 Hertz und oder FPS, ja. Wir haben halt gute Lumix Spiegelreflexkameras mit dicken Objektiven. Wir haben Blackmagic Kameras in der Küche für halt die Abnahmen und sowas alles. Also wir haben schon mittlerweile halt richtige professionelle Sennheiser-Mikros, deswegen habe ich auch so ein Scheiß-Mikro, weil wir da unsere Kohle reinstecken. Also wir sind auch nicht gerade, übrigens für alle, die zuschauen, das ist nicht das Studio von Bonjour, das ist meine private Residenz. Wir haben halt da doch schon echt gut in die Technik investiert. Also das war auch immer für uns ganz wichtig, dass wir versuchen, über die Qualität irgendwie, auch wenn es nicht immer perfekt ist, aber halt das so zu gestalten, dass wir halt einfach versuchen, dort mal besser zu werden, weil das halt für Streamer immer der leicht, also wenn man irgendwo besser werden kann beim Stream, dann natürlich erstmal an dieselbe Arbeit und an der Technik, so. Und wir sind, glaube ich, technisch mittlerweile an einem Punkt, wo man halt nicht mehr viel besser machen kann, außer noch Belichtung und vielleicht nochmal noch größerer Tonmischer, der aber ziemlich teuer ist, um halt noch mehr Kanäle abzunehmen. Ansonsten Licht fehlt noch ein bisschen, wie schon gesagt. Aber ich glaube, das soll die Frage beantworten, dass wir da noch nicht reingesteckt haben. Ja. Aber hast du gehört, Nils? Was? Black Magic. Was sollst du doch machen? Nee, ich dachte, für dich, so, wenn du dich weiterentwickeln willst, das wäre dann der nächste Schritt. Er kann sich ja mal die Technik, wenn er dann hoffentlich bald mal vorbeikommt und sich hier bei uns das Studio anschaut, kann sich mal angucken. Du, wozu brauche ich einen Videomischer? Wenn du halt mehrere Kanäle bearbeiten willst, brauchst du es ja nicht. Wir haben ja halt vier PCs, die wir gleichzeitig abspielen können und dann halt auch einen Super Source, wo wir dann halt eben eine andere Produktionsstruktur. Wir wollen ja halt, ne, wir sind ja kein Single-Stream, auch wenn wir häufiger auch mal alleine streamen, aber wir können halt auch mit vier Audiokanälen und vier Videokanälen von vor Ort halt direkt halt arbeiten. Dafür braucht man halt einen Videomischer. So. Aber ich würde das trotzdem nicht kaufen. Wieso? Ich bin ein Majorwell-Fanboy. Ich habe meine Dinge, die ich haben möchte, und wenn die das nicht haben, dann. Nee, ich kann das ja. OBS übrigens mittlerweile auch das abmelden. Ja, wir benutzen OBS in Verbindung mit Casper. Wir haben halt ein eigenes Regiesystem damit aufgebaut, dass man mittlerweile remote überall über unser Remote-Tool steuern kann. Wo man dann unterschiedliche Szenen drin hat und Clips und sowas alles. Und ja. Das ist ganz cool. Aber wie gesagt, braucht man ja nicht, ne? Wenn man halt nur zwei Bilder hat oder so, die man. Was? Und was braucht oder nicht, spielt keine Rolle. Irgendwann muss man immer was zurückgeben. Man braucht auch keine 24 Lüfter im PC und trotzdem packen sich 32. Ne, das meine ich nicht. Ich meine, das braucht halt auch nicht jeder, so ein Videomischer, weil die meisten halt nur einen PC haben, der abgenommen wird. Und dafür brauchst du keinen Videomischer, der irgendwie, keine Ahnung, 8000 Euro kostet. So. Ja. Also. Na, Quatsch. Was meine ich halt damit? Ja. Jetzt geht das wieder los. Gib keinen Quatsch. Gib nur oft benutzen und weniger oft. Na gut. Halt für Enthusiasten. Richtig. Premium. Bitte. Du hast es erkannt.
Premium. Es ist immer Luft nach oben. Ja? Das sowieso. Geld ausgeben geht immer. Mir wurde letztens gesagt, ich habe zu viele materialistische Ziele. Ich habe so einen Einkaufszettel. Da steht eine Menge drauf. Du hast einen Einkaufszettel und da steht eine Menge drauf. Mhm. Amazon-Wunschliste, oder? Ach so. Nee, die ist noch unabhängig davon. Ich habe noch eine eigene für mich selber Wunschliste, weil das kann ich nicht auf eine Wunschliste setzen. Das geht nicht. Da ist ein bisschen was drauf, ja. Ich habe immer so eine Ziele irgendwie, haben wir versucht, die Wohnung einzurichten. Das scheitert immer einfach so. Und dann sage ich mir, ja, komm. Das scheitert immer einfach so. Wir haben letztens in einem Laden gestanden und wollten Bilder kaufen, weil die waren im Angebot, so große zum Hinhängen. Ja, ich kaufe mir auch immer nur Bilder, die im Angebot sind und nicht welche, die mir gefallen. Die waren schön. Die Bilder waren wirklich schön, kein Scheiß jetzt. Mhm. So. Und dann haben wir da gestanden und dann haben wir eine halbe Stunde diskutiert und geredet und gemacht und getan und dann, ach Schatz, weißt du was, Alter, scheiß drauf, lass einfach stehen. So schön können sie da nicht gewesen sein. Die waren wirklich schick. Schick. Aber das ist auch immer so schwierig, der eine will eine Kinoecke haben mit fette Sessel und der andere will was anderes und das ist doch Mist so. Und dann hast du wieder nicht genug Platz, dann guckst du wieder nach einem Haus, damit du dir einen ganzen Dachboden machen kannst als Kinoraum. Das ist halt ein Scheiße. Und ich diskutiere mit Matteo, ob der mir wieder eine gut und günstig Pizza Dreierpack Salami mitbringt oder nicht. Was soll das jetzt heißen? Mir die Probleme gesized, so von Bilder zu PK-Pizza. Ja gut, man muss ja, das haben wir auch. Das haben wir auch, das kommt noch dazu. Ach, ja, natürlich. Scheiße. Heute haben wir haben eine halbe Stunde versucht rauszufinden, was wir zum Abendbrot essen. Am Ende sind es dann Wiener mit Brötchen geworden und wir nennen das immer Hot Dogs. Ja, schwer. Es ist wirklich schwer. So elementare Dinge werden irgendwann zu einem großen Hindernis. Schatz, was essen wir heute? Ja, da geht's los. Also bei Matteo und mir sieht das immer wie folgt aus. Wir gehen zusammen einmal die Woche ungefähr einkaufen, wenn es hinkommt. Wir sind dann bei Rewe oder einem anderen Konzern und gehen dann durch die Gänge und holen uns dann erstmal ein bisschen Obst und dann was können wir denn heute Abend mal zusammen was machen, was kochen? Ja, okay, lass mal irgendwie Nudeln machen mit Hack oder so. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben wir uns ein bisschen Feta-Käse, wenn wir mit reinschneiden können, bla bla bla. Dann sind wir zu Hause. Matteo guckt mich an, ich guck Matteo an. Ah, lass eine Pizza machen. Ja, das kenne ich. Ey, es ist original, ohne Scheiß. Aber die beste Beziehung in meinem Leben, was soll ich dazu sagen, die jemals hatte. Schwer. Ich verstehe nicht, wie andere Leute 4 Wochen vorher Essen einkaufen können, Gefriertruhen. Ey, das, ich würde das gerne. Ich sage jetzt mal noch eine andere Geschichte von Matteo und mir. Wir haben ja, ich erlebe sehr viel mit dieser Person, weil die einzige Person ist in meinem Umfeld ist, mit der ich viel erlebe. Ja, und zwar, Matteo und ich gehen wieder einkaufen. Bei uns dreht sich alles um Einkaufen und Essen, nur so zur Info, falls euch aufgefallen ist. Stehen so vor unserem Regal, was essen wir denn heute? Boah, guck mal, hier gibt's so fertige Tortellini. Voll geil. Ja, okay, ich hole mir so 250 Gramm, ja, ich auch. Lass doch lieber beide 500 Gramm holen, ist ein bisschen günstiger. Ja, okay, komm, dann holen wir uns beide 500 Gramm. Und was haben wir denn hier? Kirschen. Ah, saure Kirschen, lecker. Ja, Joghurt. Und dann haben wir alles, immer wenn wir was einkaufen gehen, essen wir alles an einem Tag auf. Das war so... Wir haben für 2 Tage Essen und machen uns beide jeweils 500 Gramm Tortellinis und dazu essen wir noch beide jeder so ein riesiges Glas mit sauren Kirschen. Und das war dann so am nächsten Tag so, scheiße, wir haben nichts mehr da, warum, wir haben alles weggefressen. Ey, original, ohne Scheiß. Kenn ich. Ja, das ist genauso beim Bestellen, wenn du über 10 oder 15 Euro Bestellmindestwert kommen musst. Ja, dann holst du dir halt zu der Pizza noch ein Nudelgericht oder so, dass du dann morgen essen kannst. Und dann um 11 Uhr. Ja, ja.
Das schmeckt genau morgen so. Nicht mehr. Ja? Ja. Also zu dem Thema. Also ich gehe groß einkaufen alle 2-3 Wochen. Wow. Nee, ich bin genau das Gegenteil von euch. Liegt aber daran, dass wir nach Deutschland fahren, den Großteil der Lebensmittel dort einkaufen, weil es hier in der Schweiz sehr teuer ist. Und dann überlegst du dir vorher, was du machst. Und dann stellen wir ein paar Pläne auf, gucken, was wir kochen wollen, was wir für Zutaten brauchen. Und dann kaufen wir das genau so ein. So Menschen, ne, vor solchen Menschen habe ich mehr Respekt als vor allem anderen. Leute, die so, sie essen so krass planen. Der hat sich halt so entwickelt, ne? So früher. Entwickelt. Ja, ne, wir haben halt früher halt nur Schrott gegessen und das tut ja, wir gehen auch langsam auf die 30 80. Zu und da musst du halt auch ein bisschen gucken und das ist halt nicht mehr das Richtige und da haben wir das umgestellt und das tut uns sehr gut. Also wir kochen sogar vor und frieren ein, damit wir uns keinen Fertigscheiß machen. Was? Also es ist so, ne, 2 Kilo Kartoffeln und Karotten wird dann geschält, Riesenportion und dann macht man davon, weiß ich nicht, 6 Portionen, das wird eingefroren und wenn du mal richtig Bock und Hunger hast, dann holst du da was raus und machst es dir warm. Aber das hat sich auch erst mit den Jahren so entwickelt. Also, wie gesagt, Matteo und ich, wir essen ja nicht ungesund, wir essen mal alles weg. Das ist das Problem. Alles, was eingekauft wird, irgendwie so. Eigentlich könnte ich ja noch die restlichen Kirschen mit Quark auch noch essen. Ja, okay, eigentlich 500 Gramm Nudeln, dann isst du sie so beim Netflix gucken, so, okay, eigentlich wäre das für 2 Tage gewesen. Naja, so ist das nun mal. Deswegen. Ich bin letztes Jahr umgezogen. Wir haben uns einen neuen Kühlschrank gekauft, ja. Großen. 2 Meter hoch, ordentlich breit, wohlgeformt, sexy Kurven, passt ordentlich was rein. Als wenn wir umziehen, wir kochen alleine. Kühlschrank. Von oben bis unten alles. Und ich glaube, ich fast ein Jahr hier. Ich habe jetzt eine Spülmaschine und stelle das Geschirr nicht rein. Ich habe gestern was bestellt. Ich habe vorgestern was bestellt. Feels like a very good Ernährung. Heute gab es Brötchen mit Wurst. Also ich erinnere mich eigentlich gesund. Ich habe jetzt seit, keine Ahnung, 8 Wochen ernähre ich mich wirklich relativ gesund. Habe jetzt auch schon 5 Kilo abgenommen, so, weil ich das wollte. Super. Aber das ändert trotzdem nicht an dem Problem, dass ich einfach super, also ich bin extrem guter Projektmanager, wenn es um Arbeit geht, aber um Ernährung. Ich kaufe ein, koche, esse das alles weg und am nächsten Tag esse ich dann einfach nichts. Was dann auch richtig dumm ist eigentlich. Aber ich denke dann halt, der ist halt da. Das ist halt so, da muss ich nicht nochmal runterlaufen, wenn ich jetzt alles nochmal hier direkt nach oben stehen habe. Dann kann ich so direkt alles essen. Übrigens, damit jetzt nicht alle irgendwie oder viele das schon wieder in den falschen Rachen kriegen, ich habe nicht gesagt, dass meine Freundin kochen soll. Weil das schon wieder irgendwer so verstanden hat. Ich bin ein erwachsener Mann, ich kann alleine kochen. Ich koche auch hier zu Hause bei uns. Ich kann auch sehr gut kochen, übrigens. Wir leben nicht mehr in 1920. Hat nicht angerufen und gesagt, Frau soll in den Herd. Okay. Wenn die Frau das aber möchte, dann kann sie das trotzdem. Ja, dann soll sie das tun, richtig. Aber das heißt nicht, dass sie das muss. Das ist ein Quatsch, ey. Gottes Willen. Boah, jetzt hier gleich wieder. Oh Gott, Sexist, Alter! Nun. Das ist auch viel zu schwierig, das zu planen. Bofrost. Habt ihr euch mal die Preise angeguckt, Alter, bei Bofrost? Wisst ihr, was Bofrost in der Schweiz kostet? 1 Milliarde Franken. Für so eine doofe Bihuhnsuppe oder sowas? Nee, im Leben nicht. Da machen wir so einen Scheißtopf selber und frier das ein. Nee, das wirklich nicht. Das reut mich, das Geld. Also, nee. Ich hatte heute Hühnerfrikassee von Bofrost. Von Bofrost? Hm. Glaube ich, oder? Was war das? Der kommt zu dir und bringt nee, das nein, nach Hause? Ja, Bofrost bringt nach Hause. Ach so, nee, wir hatten ja irgendwas anderes. Ach, oh, aus der, war gar nicht so schlimm. Okay. Dachte. Nee, irgendwas Tiefgefrorenes aus dem Laden. Ja, ja. Bofrost bringt dir extra nach Hause. Da gab es noch eine zweite Kette früher. Eismann, genau. Die pleite gegangen wurden, glaube ich, aufgekauft. Echt? Bofrost, ja. Okay. Nee, das ist mir alles. Bei Bofrost kostet alles halt 2 bis 3 Mal so viel wie im Supermarkt. Die sind echt teuer. Nicht Bofrost, beim Aldi, sondern beim Rewe. Genau, es gibt noch Froster. Bofrost gibt es aber auch im ganz normalen Einkaufsladen, oder?
Nicht, dass ich wüsste. Bofrost? Ja, dieses Bofrost, Bofrost so wird nur nach Hause geliefert. Und sowas alles? Frosta vielleicht. Frosta? Frosta ist für alle da? Frosta? Wie ist das an? Ich weiß das nicht, ich kenne nur Bofrostmann. Gibt's den noch? Den Bofrostmann! Ja. So ja, das ist das der, der die Treppe nach oben kommt, also der Bofrost. Der Boden stand da unten immer und hat hier Binge Ding 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 gemacht. Also Bofrost, soweit ich weiß, gibt's den nur, wenn er an deine Tür kommt. Oder dann hast du dir einen Katalog da und dann kannst du den, zu denen sagen, du möchtest ja, genau. das und das haben. Frosta und dann bringen sie dir das nach Hause. Frosta gibt's bei Rewe. Nee, aber da hat jeder seine sein eigenes. Also unser System, wir haben jetzt dieses Jahr endlich einen wunderschönen großen Eisschrank uns besorgt und ich habe da Freude dran, das Zeug in so großen Mengen dann zu kochen und zu portionieren und einzufrieren. Und mein Mann hat so einen P-Touch, dann wird das alles schön beschriftet mit Datum, kommt das da rein, ich habe da Freude dran. Ich hätte da ja auch Bock zu, also wirklich, das meine ich ernst, ich hätte wirklich Bock zu, nicht lang, ich koche sehr, sehr gerne, ich koche auch echt gut, denke ich, für meine Verhältnisse. Also ich koche gut. Aber mir fehlt da halt irgendwie die Zeit dazu. Also jetzt wirklich die Zeit, mich irgendwie eine Stunde in die Küche zu stellen und mir dann da für die nächsten zwei Tage was zu kochen. Das Einzige, was ich mittlerweile halt, ich versuche das wirklich, dass ich halt mir momentan sehr viel, weil wir haben jetzt die Mutter von Matteo hat uns einen geilen Reiskocher mitgebracht. Ein Reiskocher sind wirklich unfassbar geil. Top. Einfach Reis rein, Wasser rein, 10 Minuten warten, fertig. Und dann mache ich mir jetzt so ein bisschen einfach Putenbrust oder sowas in die Pfanne. Aber ja. Ich schaue nach schnellen Gerichten auf Chefkoch zum Beispiel. Und wenn dann das Gericht für 4 Leute ist, verdoppel ich das halt für 8 oder für 12 Personen, kaufe dafür die Lebensmittel ein und dann wird das. Kannst du auch nicht täglich machen, aber wenn du halt mal Zeit hast am Wochenende und merkst, okay, jetzt das Zeug muss weg, dann stehst du halt mal 1-2 Stunden in der Küche und schälst, ne? Ja. Aber dafür hast du dann auch zwischendrin einfach mal was da. Das ist ja nicht dafür da, dass man das danach gleich jeden Tag dasselbe isst, sondern das ist einfach eingefroren und einen Monat später, keine Ahnung, 2 Wochen später, wenn du darauf Bock hast, holst du es raus, machst du schnell warm. Und hast was Gescheites gegessen, wo du genau weißt, was drin ist, als dass du dir den Müll reinschaufelst, der halt ne, sonst so existiert. Ach ja, das mache ich sehr gerne. Okay. Nur einen Arm. Nein. Mit dem anderen muss er scrollen. Da müssen mal wieder ein paar Leute fappen für den Weltfrieden, glaube ich. Ohne Scheiß, ne? Von Jahr zu Jahr habe ich das Gefühl, Menschen werden dümmer. Na. Dümmer und immer dümmer. Du kannst halt 3000 Leute da haben und es gibt 100 Leute, die sind so dumm, als wenn es 3000 Leute sind. Und die denken, dass sie irgendwas auch nur zu sagen hätten und dass es relevant was ist, was sie sagen. Bei Knalltüten. Die denken, dass es irgendwas auch nur, als wenn es irgendwen interessiert. Das ist genauso interessant, als wenn ein Sack Reis in China umfällt. Ey, dann guck's dir nicht an. Wenn du da keinen Bock drauf hast und wenn es so einfach ist und die Qualität sinkt, dann mach deinen eigenen Stream an. Vielleicht gucken dir dann 3000 Leute zu. Versuch's doch einfach mal. Anstatt irgendwo hinzugehen und irgendwen vollzulappen. Was hast du geschissen gekriegt in deinem Leben? Sonntagsabends zu 4 Leuten zu gehen, die sich unterhalten und die Leute daran teilhaben lassen, hinzugehen und denen zu sagen, was das für eine Scheiße ist. Wie armselig. Du könntest dich hinsetzen und für den Weltfrieden dir richtig schön die Palme kurbeln. Aber volle Kanone, bis es glüht. Das wäre sinnvoll. Als dir 5 Minuten deiner Zeit zu nehmen und Leute voll zu koffern. In der hast du nämlich deine Zeit verschwendet und mir wunderbares Entertainment gegeben. Dankeschön. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf Twitch mit deiner wundervollen Einstellung. Ich hab's noch niemals mitbekommen. Bam. Ach Mann. Meine Fresse. Ohne Witz, ey. Menschen. Stell mir lieber noch eine coole Frage. Low, go. Go. Fappen für den Weltfrieden. Wie häufig fappst du? Jeden Tag. Oh, nee, hör bloß auf. Das hatten wir auf der Twitch-Tour. Ich hab's schon beantwortet. Nächste Frage. Jeden Tag?
Wen magst du bei den bei Bonjour war am wenigsten? Alle gleich wenig. Nächste Frage. Jetzt kommen die Trollfragen. Das läuft hier durch. Wie bei so einer Quizshow. Nächste Frage. 100 Leute haben wir gefragt. Oh, nee, das darf ich nicht sagen. Wir haben vorhin schon über Call of Duty Black Ops 4 geredet, ne? Aber haben wir genug darüber geredet? Ja. Weil. Ja. 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 Naja, wird es eurer Meinung nach das Spiel, das sie alle bindet? Was? Nee. Und nach Mordor führt? Ich glaube, also es könnte seine Nische finden, weil es immer einen anderen Ansatz hat, weil es sehr schnell ist. Ich fand es zum Zuschauen angenehm. Ich kann aber nachvollziehen, wenn es für manche zu schnell ist. Es spielt sich auf jeden Fall aber sehr smooth. Über die Grafik kann man sich natürlich streiten, aber ich finde, es ist jetzt nicht schlecht. So, ich glaube, das sollte es beantworten. Ja, weil ich lese so viel von Leuten, die eben schreiben, es ist jetzt das Battle Royale. Also ich rede jetzt von Blackout, ne? Das Battle Royale, das eben in AAA-Qualität kommt. Und nicht mehr den ganzen Mumpitz hat, den halt die ganzen Battle Royale-Spiele bis jetzt halt hatten, sondern halt wirklich poliert ist, also polish bis zum Ende. Also was es halt hat, ist, also was ich jetzt gesehen habe, klar hat es ein paar Beta-Lags gehabt, weil es halt hat jetzt nicht die technischen Probleme wie in PUBG, so. Wo natürlich die ganzen PUBG-Fanboys einfach drüber hinweg schauen, ja. Aber zum Zuschauen fand ich es halt schön schnell und entertaining, aber irgendwie hat es ein bisschen dieses PUBG-Feeling gefehlt, so dieses, weil du halt nur so am Rumgrinden und Sliden bist, fehlt so ein bisschen so dieses Abwarten, Hören, was passiert, so ein bisschen dieses Spannungsaufbau, weil halt immer was passiert, was auch gut sein kann. Und da ich überhaupt kein Fan von Fortnite bin, gefällt es mir halt besser als Fortnite. Also wir werden es, also ich, keine Ahnung, ich kann jetzt, ich bin jetzt vielleicht nicht die beste Person, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen, aber ich kann mir halt vorstellen, dass er auf jeden Fall seine Nische findet, beziehungsweise die Sache weiter ausbaut. Wann kommt's raus? Oktober. Anfang Oktober. 10. Oktober? Ja. Also keinen Monat mehr. Aber wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich spiele diese Spiele sowieso nicht. So, ich habe einen Abend Fortnite gespielt, ja, auf der Switch. Ich habe einen Abend hier Realm Royale gespielt, halt so. Das ist meine Battle Royale-Erfahrung. Aber beobachte das. So, ich gucke mir natürlich immer Streams an. So Dr. Disrespect und so habe ich auch viel geguckt. Und bei den Bibern. Ich habe so das Gefühl, da ist gerade ein Sturm im Auf. Ich kann mir das auch vorstellen. Also war ja gestern lange Zeit, also eigentlich die ganze Zeit auf Platz 1 bei den Twitch-Games, die gespielt wurden. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt wieder ein paar Spieler rüberzieht, beziehungsweise dass halt so Fortnite-Spieler und PUBG-Spieler häufiger wechseln, mal auf eine Runde Blackout. Ja. Ja. Wir müssen auch noch auf Dings warten. Auf Dings? Battlefield. Richtig, hat das ein Battle Royale? Nun. Oh, aber das dauert halt ein bisschen, da hat natürlich jetzt, ist natürlich sehr smart von Activision, dass die diesen Blackout, also diesen Battle Royale vor Battlefield rausbringen. Bin ich halt auch noch sehr gespannt drauf, wie das halt immer, das Machtverhältnis verschieben wird. So. Ich glaube, am Ende ist das wie COD immer, das wird sehr schnell wieder abebben. Kann auch sein, ja. Ich denke schon, dass das sehr schnell wieder abebbt. Außerdem, glaube ich, sind so vom Urin- und Bauchgefühl her sind die nächsten Genres schon da, die darauf warten, VR abzulösen. Was denn? Ist schon zu lange da. Das klingt so, als hättest du schon irgendwie Vermutungen, was es sein könnte. Ich sag mir so mein Bauchgefühl. Das ist wie Weltkrieg damals, war der Weltkrieg, war auch irgendwann ausgenuddelt, dann kam das nächste. Ach so, jetzt bei Spielen. Ja, ja. Jetzt beim Weltkrieg. Weltkrieg war da irgendwann ausgenuddelt. Haben alle die Waffen hingelegt. Ja, verstehe. Ja, aber. Nee. So war das jetzt nicht gemeint.
Aber ich denke, also ich denke mal, dass das, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen, ich habe das Gefühl, dass einige, also ich sag mal jetzt zum Beispiel auf Twitch bezogen, ne, nicht von der Spielerzahl, weil die kenne ich ja nicht, dass da schon einige überdrüssig werden. Hm. Was heißt, wie teuer das virtuelle Ticket dieses Jahr wird? Das verstehe ich nicht. Nein, ich World of Warcraft, BlizzCon-Ticket, das wären ja 19 Euro, oder? Oder TwitchCon-Ticket. Gibt viele virtuelle Tickets. Ich habe gerade gesagt, das hat mit dem Spiel zu tun. Dings hat ja keine Kampagne mehr, ne? Das COD, neue. Nee. Ja, da wurde das Copy and Pasten für die Multiplayer-Map war so schwierig, dann mussten sie dann verzichten. Das ist schade. Also Stefan hat früher ganz gerne so die Kampagnen gespielt gehabt von den alten Teilen und diesmal so ganz ohne? Ja, die letzte Kampagne habe ich auch gespielt, die war gut. Also die war jetzt nichts Weltbewegendes, war halt so dieser typische, ich sag mal, stirb langsam. Ja. Aber das ist Black Ops, ne? Und ich glaube, Black Ops überhaupt? Ja, sicher. Ja? Okay. Ja, klar. Ja, ich dachte, Black Ops war immer so ein reines Multiplayer-Ding. Nein. Black Ops hat richtig Story gehabt und die dann auch weitergeführt worden ist. Und deshalb ist so, ne? Stefan so, oh ja, komm raus, sag ich, Schatz, keine Kampagne. Wie keine Kampagne? Ne? Das ist auch, also COD hat sowieso schon mal die Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie sie geratet sind. Aber das wird schon mal keine Konkurrenz werden, weil es 60 Euro kostet. Der Multiplayer-Spaß kostet 60 Euro? Das Spiel kostet 60 Euro. Und das ist ein Hindernis für ganz viele junge Menschen. Also wird Fortnite noch aktuell bleiben. Fortnite ist Free-to-Play, du kannst es auf dem Handy spielen, du kannst es auf alles spielen, du kannst es sogar auf deiner Mülltonne spielen, wenn du draufklopfst wahrscheinlich. Und das wird COD wird es nicht ablösen. Also schon allein aus diesem Grund kann das so gut sein, wie es nur will. Es ändert sich nichts daran. Und auch Fortnite-Streamer, glaube ich, werden eine sehr, sehr schwere Zeit haben, sich davon zu lösen, weil alle diese Leute, die keine 60 Euro ausgeben werden, werden sehr schnell merken, oh, das ist aber nicht so cool. Da hat halt Activision einen Fehler gemacht. Die hätten lieber so quasi Skins und so da verkaufen sollen, das auch irgendwie für 9,99 Euro. Das ist doch da noch drin, was erzählst du? Ja, aber ich meine halt, das halt verstärkt machen sollen. Und ich glaube, ich bin da ganz bei dir. Also lieber irgendwie gratis mit dabei oder beziehungsweise gratis und dann halt die jüngere Generation mit zusätzlich abholen. Ja? Dann hätten sie auf jeden Fall noch eine größere Viewerschaft bzw. eine größere Gamerschaft gehabt. Wie sieht es denn jetzt gerade aus? Warte mal, am Abend jetzt. Ist ja so die steile Zeit, wo die großen Jungs im Fischbecken unterwegs sind. League of Legends, World of Warcraft. League of Legends ist vorne. Wie sieht es bei COD aus? World of Warcraft auf 2 möchte ich kurz erwähnen, ja. Bei COD ist jetzt geht einigermaßen gerade. Aber Fortnite ist halt schon wieder drüber, ne? Ich denke mal, das Genre wird so allmählich gemütlich abschwappen, ebben. Also zumindest sagen wir mein Urin das. Was die Spielerzahlen angeht, weiß ich nicht. Weil man hat schon viel und oft gesagt, Spiele sind tot. So wie PUBG zum Beispiel. Da sagt man ja auch eigentlich, das hat Pfeifen aus der letzten Ritze. Oder meine, League of Legends. League of Legends? Ja, League of Legends feiert gerade, glaube ich, Comeback, habe ich das Gefühl. Schon seit ein paar Wochen. Ja. Habt ihr das viel gespielt oder spielt ihr das viel? Oder? Nee. Ich habe mir mal Dota 2 angeguckt, aber ich mochte das Spielprinzip nicht. Und ja, im Prinzip das gleiche. MOBAs sind eben eins. Nee. Wüsstet ihr, dass Dying Light im Battle Royale rausgebracht hat? Mhm. Das übrigens super witzig ist. Die waren noch auf der Gamescom. Genau. Ja. Aber Battle Royale ist nichts für mich. Das ist echt witzig. Also da kann man wirklich eine große Menge Spaß haben. Ich werde zu uncharmant, wenn ich gegen andere Leute spiele. Oh-oh. Echt, ja? Ja. Musst du nur mal so viel lachen. Oh. Die anderen haben dann was zu lachen und ich schimpfe wie ein Rohrspatz. Das ist nicht mehr schön.
Nee. Ich mach lieber mein Achievement Hunting. Ich bin momentan bei Sims 4. So. Warte auf Assassin. Da bin ich beschäftigt, da bin ich brav. Da bin ich versorgt. Da kann ich nur gegen mich selber schimpfen. Assassin. Ich glaube, das werde ich auslassen. Komm. Oh, ich freue mich so drauf. Ich glaube, das werde ich ausnahmsweise auslassen. Ich freue mich so. Das ist Sparta! Außer das kicke ich sie alle 2080 weg. Die dazu oder so. Wie ich sie alle wegkicke. Oh. Au. Voll gut. Nun. Ja. Nun. Twitch News? Ja. Ja. Bitte. Haben wir da das Intro oder? Klar. Sie braucht ein Stream Deck. Twitch News. Sag ich. Du bist dran. Achso, ich bin dran mit den Twitch News. September haben wir ja letzte Woche schon erwähnt. Aber letzte Woche waren keine richtigen Twitch News, weil es ja auch nur eine Sondersendung war. September hat begonnen. Schon letzte Woche, geht noch bis zum 30.09. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, man kann jeden geschenkten Sub jetzt bis zum 30.09. für nur 1 Euro plus gesetzliche Steuern verlängern. Oder direkt erneuern. Geht auch direkt nach einem Tag. Also, oder direkt im Anschluss. Also man kann ihn dann kündigen und so fort für 1 Euro. Dann, wenn man das möchte, ab dem 1. Oktober wird es nicht mehr gehen. Das sind die Regeln. So sieht's aus. 14 Tage. Noch 14 Tage. So ein paar Emote-Slots freibeten, wa? Ja. Das ist doch nur für die Emote-Slots, Leute. Das ist doch nur für euch. Komm mal. Natürlich. Nur für euch. Nicht für mein Portemonnaie. Bitte? Nur für Transparenzzwecke, mein Kohl oben. Boah, wer hat die Emotes? Achso, ein Dollar. Ja, okay, ein Euro, ein Dollar, mein Gott. Ja, ich meine ein Dollar plus Steuern. Natürlich. Ja. Aber Name checks out, auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall Righty. Dann Dashboard. Warum habe ich da Dashboard geschrieben? Man hat jetzt Partner und Affiliates können jetzt ihre Auszahlungsinformationen einsehen. Und zwar, wie viel sie bis jetzt ausgezahlt bekommen. Also es gibt jetzt tatsächlich eine Monatsübersicht über das, die Einnahmen, die man so gemacht hat im Dashboard. Ganz praktisch für Steuerberater, falls man gerade Sachen zusammensammelt. Für Steuerberater. Steuern? Steuern? Was ist Steuern? Partner? Sind doch Spenden. Genau. Das heißt, da. Wo ist denn das da? Keine Ahnung, der Sport. Der Sport. Und links in der Spalte. Habe ich mir schon gedacht, dass das links in der Spalte ist. Übrigens, nochmal zum September, das geht nur für Tier 1, ne? Ja, genau. Das geht nur für Tier 1 Subs, nicht für 2 und 3. Das habe ich die Leute falsch gebaitet. Scheiße. Hm. Bist du hier? Wollen das? Ja, über den Link, Sally, den ich in Chat gepostet habe. Dann cool. Bringe ich direkt dahin. Genau. Das gibt's. Wo sind jetzt hier meine Themen? Dann gibt's jetzt in der Mobile-App kann man jetzt auch Marker setzen. Diese Marker, wo man als Streamer sich merken kann, da war ist was Lustiges passiert, endlich mal in meinem Stream nach 20 Stunden. Da muss ich mal später wieder zurück mir das nochmal angucken. Das geht jetzt auch mit dem Handy. Also man muss jetzt nicht mehr das Dashboard auf dem Browser anhaben, sondern reicht, wenn ihr das Dashboard auf dem Handy kurz anmacht, dann Marker setzen, geht genauso wie auf dem Dashboard. Man kann dann auch 140 Zeichen Kommentar da drauf schreiben und so. Ganz praktisch für wenn ihr nur ein oder zwei Bildschirme habt. Nee, ein. Zwei Bildschirme kann man ja dann. Genau. Und dann das Letzte, und das finde ich sehr, 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 sehr interessant. Mir wurde nämlich zugetragen, dass es jetzt eine Twitch-Funktion bald irgendwann geben wird.
die nennt Squad-Funktion. Und das ist im Prinzip eine eigene Multi-Twitch-Oberfläche von Twitch selbst. Also man muss dann nicht mehr auf irgendwelche Multi-Streams gehen, sondern Twitch testet tatsächlich an einer eigenen Lösung. Irgendwann vor einer Woche gab es bei dem Streamer Offline-TV, so heißt der wohl, einen Test, wo die zu viert gemeinsam ein Spiel gespielt haben. Und man konnte direkt auf der Twitch-Seite mehrere Streams gleichzeitig verfolgen. Das sah so aus, dass der Hauptstreamer, also der, dem man gerade zugeguckt hat, im großen Bild oben war und die drei anderen unten drunter. Und dann konnte man quasi, glaube ich, wenn ich das aus dem Screenshot richtig gesehen habe, konnte man dann auf die kleinen Bildschirme, also auf die anderen Streamer draufklicken und dann sind die auf den großen Bildschirm gewandert. Fand ich ganz interessant. Hier ist der Screenshot, falls ihr den gerne sehen möchtet. So sieht das dann aus. Ist aber noch ganz, ganz frisch und neu und es gibt noch keine Informationen, wann das kommen soll und wie genau das funktionieren soll. Das hat halt, wie gesagt, Twitch nur kurz getestet bei diesem einen Stream und danach war es auch wieder nicht mehr gesehen. Finde ich cool. Das ist mal eine Funktion, die neu ist, was bringt und nicht unbedingt ganz viel Geld für Twitch macht. Da wir in den letzten Monaten immer das Thema hatten, dass neue Funktionen immer nur was mit Geld zu tun haben. Die hätte es nicht. Ansonsten waren das die Twitch-News. Übrigens noch ein weiterer, da ich auch noch Twitch News hinzufügen. Oh ja, gerne, gerne. Und zwar auch jetzt ganz Neues, für die, die es freigeschaltet haben, für die bei den Partnern, die haben die Zuschauer haben jetzt die Möglichkeit, Low Latency und Miniplayer selbstständig zu aktivieren und zu deaktivieren, wenn sie wollen. Nur bei Partnern? Ich glaube schon, aber die haben ja nur die Möglichkeit, Low Latency zu, oder Affiliates zu aktivieren. Ja. Also kann jetzt der Zuschauer selbst entscheiden, ob er mit 1,5 Delay und möglichen Bugs oder ohne zuschauen möchte. Aber dafür muss der Streamer das ja auch angemacht haben. Ja, yeah, genau. Oder der Zuschauer kannst du ja deaktivieren, wenn er will. Ich habe das zum Beispiel nicht angemacht. Weil 6 Sekunden ist 6 Sekunden. Und Ron schreibt gerade, Amazon Merch geht jetzt auch in Deutschland. Warum kriege ich sowas nicht mit? Ich muss meine Quellen ein bisschen erweitern, offensichtlich. Twitch Merch geht in Deutschland? Ja, Paui hatte letztens auch irgendwas bestellt, ne? So viel noch. Communities wird ja abgeschafft. IRL soll weg. Ja, ja, das habe ich auch mitbekommen. Aber das steht bis jetzt nur in den Roadmaps, in dieser App da, die die da hatten, dass das geändert werden soll. Darüber haben wir auch schon vor einem Monat, glaube ich, gesprochen. Ja, ja, eben. Ich weiß. Ja. Aber wann genau das passieren soll, ich glaube, da habe ich noch nichts gelesen. Hasen der Rudi, damit du im Past Broadcast den Chat lesen kannst. Und Leute, die Vollscreen gucken, auch Chat lesen können. Deswegen. Gibt es Hilfsprogramme, wo man den sich anzeigen lassen kann im Vollbild? Und Past Broadcast haben die eigentlich auch immer gespeichert. Gab es früher aber nicht. Ja, früher nicht. Und im Vollbild auch nicht. Ja. Wie gesagt, da gibt es aber auch mittlerweile Erweiterungen für Chrome und so, dass man sich die auch im Vollbild anzeigen lassen kann. Den Chat, wenn man ihn sehen möchte. Aber nicht auf PlayStation. Twitch Plus oder so. Nee, nee, auf PlayStation. Und auch nicht im Chromecast. Das stimmt und auch nicht auf dem Handy. Und auch nicht auf dem Handy. Und du willst gar nicht wissen, wie viele Leute Twitch wirklich ohne Scheiß nicht an einem PC mit einem Browser kommen. Das stimmt. Das sind unfassbar viele. Ich dachte eigentlich auch immer, das sind so, wir sind die fappenden Dudes, die vorm PC sitzen und dann kurz nach der nochmal schnell in den Stream gucken und dann da versinken, aber ist gar nicht so. Also wie viele Leute auf der Konsole schon gucken, ist richtig abgefahren. Ja. Richtig krass. Du bist gemutet, Sali? Yep, aber ich schaue selber auch über die Konsole, muss ich zugeben. Wenn ich nicht hinten im Büro bin, das ist halt, hier ist mein PC
Wenn ich vorne im Wohnzimmer bin, mache ich die PlayStation 4 an, starte Twitch. Ich habe mich da ganz normal eingeloggt und dann schaue ich mir schön. Und da haben sie sehr dran gearbeitet an der PlayStation 4 App. Muss ich sagen, die ist wirklich schön geworden jetzt. Und dann schaue ich das ganz gemütlich. Und wenn es ganz hart kommt, sitze ich im Schlafzimmer und benutze über den Fernseher so die Sub, wie heißt das? Smart Hub. So, und dann mache ich da halt Twitch an, also. Ja. Eine Dame. Das ist halt wirklich mal eine interessante Frage. Ich habe halt auch im Vollbildschirm beim Quatschen auch den Chat drin. Weiß nicht wofür. Ich habe ihn nicht drin. Ich habe ihn schon lange rausgenommen. Ich sitze jetzt gerade, wo er das halt gefragt hat, der Rudi, wofür eigentlich? Ich glaube, das können wir abschaffen. Ich habe das früher gehabt und habe es irgendwann weggemacht. Nimmt halt nur Platz weg auf dem Bildschirm. Ja. Nun. Ja, aber im Spiel hast du es ja nicht an. Nee, im Spiel habe ich nur eine Cam an. Ja gut, dann ist ja eigentlich egal. Im Spiel finde ich es nervend. Jetzt im Talkscreen so, ja, wenn du dann Chat an eine Wand klatscht, das habe ich auch. Alle Prios können Chat lesen. Warum sollten wir nicht den Chat lesen können? Eben. Nun, Content Creator der Woche? Yes. Okay. Jens? Ja? Du, bei uns gibt es eine Gegebenheit, die nennt sich Content Creator der Woche. Wir haben das jetzt so mittlerweile spontan eingeführt, dass wir auch einfach mal ein bisschen ins Quatschen kommen. Du kannst jetzt einen oder eine Gruppe, je nachdem wie du Bock drauf hast, quasi eine Empfehlung aussprechen an die Menschen da draußen. Du kannst jetzt noch kurz überlegen, weil Sally fängt an. Ich fange an? Ja. Also du kannst irgendjemanden, ob YouTuber, kannst auch Instagram, ist egal, irgendeinen Content-Creator, der dir so, der dich berührt und du sagst, oh geil, das ist ja, huh. Also okay. Nicht jetzt wortwörtlich berührt. Sondern okay, puh, Gott sei Dank. Kann ich? Möchtest du anfangen? Ich will anfangen. Ach Mensch, na gut, dann mach. Sie hat gerade gesagt, ich darf anfangen. Na gut, dann. Mein Content-Creator... Derjenige, der mich, ich glaube, vor 3 Wochen ein Tränchen ins Auge befördert hat. Und das ist Julian Bam. Die meisten werden ihn kennen, manche werden ihn noch nicht kennen. Hat er dir ein Tränchen ins Auge geschlagen? Hat er dich angefasst? Er hat mich nicht berührt. Nein, ich habe mir angeschaut, Mach die Robbe. Die Robbe, ein Musikclip, den er produziert hat, der darauf hinweist, dass eben immer noch in Kanada und dass es immer noch erlaubt ist, die Robben abzuschlachten. Und ich find's gut, wenn Leute auf sowas aufmerksam machen, weil man das oft vergisst. Und das ist etwas, was mich, ich kann da gar nicht drüber, mich bringt das immer zum Weinen. Ich mag Tiere sehr, ich engagiere mich für Tiere und das Video ist unglaublich gut gemacht. Und ja, er hat unten drunter in den Infos, kann man eben an die kanadische Botschaft, kann man schreiben, wenn man nicht möchte, kann man sich dort etwas rauskopieren und das einfach für sich selber, ne, mit seinem Namen kennzeichnen und dorthin schicken. Und ich mag die Videos allgemein sehr gerne von Julian. Das ist super produziert, der ist da wirklich mega drin und ja, das ist das, was mich die letzten, ich glaube vor 3 Wochen habe ich es gesehen gehabt, am meisten berührt hat. Und deshalb ist Julian Bam mein Content Creator. Ja, schaut euch das mal an. Link? Ja, ach so, Link. Warte, mache ich gleich von hier. Warte. Mach den Link. Gleich der Lange. Entschuldigung. Läuft bei mir. Oh. Jede Woche. Oh, sie hat meinen Namen gerufen. Was, jede Woche? Ich habe bis hierhin gehört. Jede Woche überlege ich, wem ich was Gutes tun kann. Ach so. Willst du jetzt doch machen, oder was? Ich? Nee, ich wollte einfach nur das Gespräch suchen.
Okay. Damit genau das, was wir... Gespräch. Ja, mach. Gespräch ist vorbei jetzt. Ja, okay, bitte, dann mach. Wir jetzt mal eine Pizza haben. Ja. Gespräche. Ich hatte heute das Gespräch auf Twitter, dass mir der Twitter-Algorithmus seit ein paar Tagen verstärkt, also richtig, richtig hart, Cosplayerinnen vorschlägt von der sehr freizügigen Sorte. Und nichts gegen Cosplayerinnen der freizügigen Sorte. Ich liebe Freizügigkeit, aber ich möchte gerne wählen, wen ich in meiner Timeline sehe und wen nicht. Und mir ging das so langsam echt auf die Nüsse. Aber davon ganz abgesehen von dem Thema, kam dann nämlich das Thema auf, ob es denn auch Cosplayer gibt und Cosplayerinnen, die eben nicht durch ihre Oberweite bestechen, sondern eben durch Qualität ihrer Cosplays. Und die allererste, die mir dabei immer einfällt, ist diejenige, die auch schon mal hier war bei uns im Plankenschnack, und zwar Leslie Farbenfuchs. Und deswegen fiel sie mir gerade ein, weil ich dieses Thema eben heute auf Twitter hatte. Und da kann ich jedem nur empfehlen, sie spielt auch gerade Spider-Man. Falls ihr da also gleich nach dem Plankenschnack jemanden braucht, den ihr bei Spider-Man zugucken möchtet. Sehr, 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 sehr cooler Mensch, coole Cosplayerin, sehr kreativ und sehr begabt. Also ja. Ganz tolle. Unterstützen. Und hier Daumen ist der hoch. Link. Mag deinen Namen nicht. Nur, dass du es weißt. hast du noch jemanden, Jens? Ja. Diese Person habe ich auf der Twitch-Tour kennengelernt, und zwar auf der Twitch-Tour dieses Jahr, wo ich den netten Nils kennengelernt habe. Und zwar habe ich mich wieder mit vielen unterhalten, die auch kleinere Streams haben mit ZWP. Und eine Person möchte ich lobend erwähnen, und das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das mache ich jetzt. Und zwar gibt es eine kleine Streamerin, die sehr viel Pokémon und vor allem Oldschool-Sachen, so wie Zelda und sowas alles spielt. Und zwar heißt die Rion Puku. Also R-I-O-N Puku. Die ist jetzt auch gerade offline. Aber sie hat halt einen kleinen Stream mit ihrem Style etabliert, so sehr Pixelart-mäßig, was ich eh sehr geil finde, weil ich Pixelart fantastisch finde. Und sie macht das halt immer sehr unterhaltsam, immer sehr liebevoll, sehr mit Detail und in ihrem Style und bleibt sich dem auch treu und besticht halt eigentlich immer mit Humor und verbunden mit den alten Games, die sie spielt. Und das wollte ich mal lobend erwähnen. Das ist ein cooler Stream, der mir gut gefällt. Hast du da einen Link? Den oder? Link? So, Weil verstehen, ich konnte das nicht ganz verstehen, den Namen. Unsere Regie konnte es verstehen, ne? Aha. Ach so, GG. Ja, die wohnt ja auch mit mir zusammen. Die nuschelt auch immer so. Gut. Richtig. Morgens kommt auch kein normaler Ach, Schatz, du möchtest beruhigen. Kuku, genau. QQ. Weg ein Follow da gelassen. Ja, da sehe ich auch gleich mal ein Follow da. Das hat sich sehr gut angehört. Mal reingucken. Wie jede Woche überlegst du, wem kannst du was Gutes tun? Ja. Jede Woche. Das ist, Ach, Kuku. Ist schwierig, finde ich, wenn man nichts wirklich konsumiert. Ich habe mir jetzt einfach, weil ich gestern Abend habe ich mit Logo Lea mich ein bisschen unterhalten, ist auch eine Partnerin, Streamerin, mit der ich gestern Abend so ein bisschen mal über Gott und die Welt gesprochen habe, und sie war mir an manchen Stellen sehr sympathisch und auch sehr ähnlich. Und deswegen möchte ich einfach damit was Gutes tun. Ich muss ehrlich gesagt dazu sagen, dass ich die noch nicht geguckt habe. Also ich kann euch ehrlich nicht sagen, was euch da erwartet. Aber durch das Gespräch, ich bin wenigstens so ehrlich, wisst ihr, soll ich rumlügen? Nee. Aber sie war mir in dem Gespräch so sympathisch, weil sie an vielen Stellen ähnliche Werte vertritt und sich dementsprechend auch gegeben hat, dass ich sage, ich glaube, und das machen wir jetzt mal einen Test, ob das wirklich gut ist. Und da geht ihr jetzt hin und dann testet ihr das einfach mal aus. Und dann sagt ihr mir, ob ich falsch gelegen habe. Das wäre so geil, wenn das die ganze Zeit am Fluchen wäre und so. Habe ich auch schon gehabt. Habe ich auch schon in den Scheißetopf gegriffen. Aber dieses Mal bin ich mir sehr sicher, dass das funktioniert. Das wird sehr gut.
Ja. Und nein, sie ist nicht gerade am Streamen, sondern das ist ein Host, den sie aktiv hat. Genau. Sie hat nämlich grüne Haare. Ja, das weiß ich auch schon. Übrigens, ganz kurz nebenbei, gute Regiearbeit, sehr schnell reagiert. 10 von 10 Punkte, bist bei Bonjour eingestellt. Nüchter, such dir mal deine eigene. Nee. Die haben wir ja schon, uns. Aber man kann immer nie genug Regie haben. Ja, ja. Wow. Jens, ich glaube wirklich, wir müssen uns da mal näher, also bedarf eine Aussprache. Erst kommst du mir mit dieser O-Game-Nummer, ja? Dann verkaufst du dich den ganzen Tag, als wenn du ein Pro-Gamer bist und eigentlich bist du nur ein Marketing-Fuzzi und wir wissen alle, lass halt Quake spielen. Ich zieh dich 50-0 ab, easy. Lass doch mal Solitär spielen. Ich zieh sogar Topfhandschuhe an. Das Problem ist, wenn ich dann gewinne, dann darfst du den Rest deines Lebens nicht mehr das erwähnen. Dann ist es einfach vorbei, verstehst du? Oder du lässt es einfach so stehen. Kannst du jetzt aussuchen. Im Studio bei dir. Auf eurem Stream. Easy. Mit Topfhandschuhen. Ja. Aber wenn ich dann gewinne, ne, dann siehst du richtig schlecht aus, das weißt du, ne? Hau sie rein hier. Das ist ein Deal jetzt. Internet, ihr habt das gesehen und ihr habt das gehört. Jens spielt in Topfhandschuhen Quake gegen mich. Im Bonjour-Studio. Das ist zwar natürlich doof und ein Nachteil für mich, aber wenn du verlierst, ja? Ja, dann habe ich verloren, wird aber nicht passieren. Moment, die Bedingung, Moment. Du hast mir ja auch eine Bedingung gestellt. Quake 3 Arena, ja? Also ja, das ist Quake Live ist das Quake 3 Quake, Arena. Ja. Okay, ja, alles klar. Was für spielen wir denn da? 1 gegen 1 bis wie viel? Ja, 1 gegen 1 in der Map, keine Ahnung, ist mir egal, ich mache überall fertig. Mit Topfhandschuhen. Ja. Die Railgun-Map, bitte. Ist mir egal. Hey. Welche Map? Keine Ahnung, wie die hieß. Ich denke mir noch was aus, was du dann machen musst. Mit Topfhandschuhen, Alter. Du hast dich so weit vors Fenster gelehnt. Das Schlimme ist, je mehr du jetzt lachst, desto mehr süßer wird der Sieg. Ja? Bitte. Ich bin ganz ernst. Ich freue mich schon darauf, wenn Dizzy hier sitzt und verloren hat. Ja, das kann durchaus passieren. Das kann durchaus passieren, aber ich habe auch meine mehreren tausend Stunden in Shootern verbracht, ja? Und du bist das gleiche, du hast dasselbe Alter. Ja, ich habe auch meine, keine Ahnung, 4000 Stunden in Quake verbracht, also. Ey, Mann, das ist mir egal. Ich kenne einen sehr guten Quake-Spieler, der kann mir noch ein paar Sachen beibringen. Ja, können wir gerne machen. It's on, Baby. Wir telefonieren das aus. Und dann machen wir uns einen Termin aus und dann spielst wenn ich halt mit Topfhandschuhen, selbst wenn ich halt 5 Kills gegen dich schaffe, ja, das ist schon sehr witzig. Verloren. Ja. Dann hast du verloren. Warum wetten wir? Wir machen bei uns mal Dönerwette. Also wir machen 2 draus. Bitte? Wir machen 2 draus, weil einer reicht nicht. Okay, 2 Dönerwette. Das ist bei uns und das ist bei Bonjour so das Ehrending. Dönerwette ist immer okay. Machen wir noch ein Getränk dazu. Damit es auch abgerundetes Bouquet. Müssen wir mal gucken, wie viel Subs wir diesen Monat noch kriegen. Okay, gut. Dann machen wir ein Döner und ein Getränk. Okay, das ist gut. Ist ein Deal? Ja, ist okay. Ich finde das witzig. Ich bin gerne für so Spaß zu haben. Ich auch. Mit Topfhandschuhen Waffen für den Weltfrieden. Ich sehe mich morgen auch schon Quake spielen. Ich habe einen Marker gesetzt. Ja, das Internet hat das schon geklippt. Es haben alles cool. 2 Leute haben das gehört. Nein, alles cool. Du lauf nicht schon wieder weg. Du hast schon bei der O-Game-Scheiße heute den Schwanz eingezogen. Nein, ich mach das. Ich hab da Bock drauf. Das ist witzig. Das ist auf jeden Fall vom Zeitfaktor nicht so über mehrere Monate hinweg. Ist okay.
Also Ausreden hast du immer, ne? Darf ich denn trainieren oder soll ich einfach so auf mich zukommen lassen? Ich trainiere auch nicht. Wir spielen aus der Kalten. Okay. Also wir spielen beide aus der Kalten. Und wir, also wir sollten jetzt auch als, hast du dieses Wort, das zu sagen, aber als Ehrenmänner spielen wir auch nicht heimlich. Nein, das ist klar. Du, ich check deinen Account. Ja, mach das. Nur welche, die wichtigste Frage, welche Topfhandschuhe denn? Ja, ganz normale Topfhandschuhe, so eine Dinger, die vorne rund sind, nur der Daumen. Die Fäustlinge. Ja, Fäustlinge. Das sind Topfhandschuhe. Okay. Hm? Bring dir welche mit. Mach welche mit Batman drauf. Die ohne Finger, natürlich. Ich kaufe dir auch gerne neue, wenn ich zu dir komme, ist auch kein Problem. Dann so damit du auch gar nicht bescheißen kannst. Nee, nee. Ich bring dir welche mit. Kein Problem. Mach das gerne. Die könnt ihr dann könnt ihr dann in eurer Küche benutzen. Nee, wir haben schon welche in der Küche. Ist okay, danke. Ach so, ja, cool. Vielleicht, die kann ich ja dann noch abnehmen. Du kannst ja vorher mal ein Foto schicken. Ja, das sind ganz normale, nicht, so dicke, so zum Anfassen. Ich möchte ja nicht, dass die aus Versehen beim Spielen reißen und dann musst du mit kaputten Spielen. Ey, ich bin da, was so Wetten angeht, bin ich Ehrenjens, ja? Also, da habe ich die Ehre bekommen. Okay. Ich glaube dir das, Jens. Alright. Dankeschön, dankeschön. Okay. Du hast das Schlusswort, Jens. Wir verabschieden uns jetzt reihum und du bist der Letzte. Ja. Ja, genau. Möchte jemand anfangen heute? Ja, ich. Okay, bitte. Mach's auch kurz. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Vielen lieben Dank, Jens, dass du da warst und uns in die Bonjour-Welt eingeführt hast. Ich wünsche euch viel Spaß bei euren Topfhandschuh-Experimenten. Denkt daran, Feppen für den Weltfrieden. Und habt einen schönen Abend und bis in 2 Wochen. Wissen wir schon, wer... Ach nee, in 2 Wochen ist ja Spoiler-Alert. Aber dann kommen auch wieder gute Gäste. Uiuiui. Ich freue mich schon auf Oktober. Ach so, im Oktober ist ja... Mhm. Oh, Schnodde. Im Oktober ist richtig krass. Uff. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Jens, danke schön. Regie, ein Traum. Schön, dass ihr beiden da wart. Labby und Dizzy. Ja, schön mit Ö. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Verzeiht mir meine 2 Ausrutsche heute, aber ich mag Leute nicht gerne so im Chat haben, ohne da kurz mal was zu sagen. Ansonsten großartiger Stream-Chat. Danke, dass ihr zwischendurch schöne Fragen reingeschmissen habt, weil wir hatten heute... Jens war so zügig mit den Fragen, die er beantwortet hat. Also es ist nicht böse gemeint, dass ihr echt gut uns was zugeschustert haben mit den Fragen, die euch interessieren, weil Schlüpfergröße und deine BH-Größe und so ist ja so das Standardprogramm. Und heute war einfach mal so ein Tag, wo wir mal laufen lassen haben und das fand ich sehr interessant. Also wir sind von einem Thema ins andere gegangen und hatten nicht so eine feste Agenda. Was ich ziemlich gut fand, muss ich sagen, hat mir sehr schön gefallen. Vielen Dank fürs Zugucken. Nochmal an der Stelle danke Slabby Sali, Regie und alle anderen, die im Hintergrund arbeiten. Und Jens, dankeschön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ha. Also, ich versuche es nicht so lang zu machen. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Das meine ich ernst. Wenn man so im Bon Jovi Kosmos zu tun hat und man denkt, dass keiner mit einem was zu tun hat, ist es ganz cool, dass man mit so fantastischen Menschen wie hier mal in Kontakt kommt und auch mal so einen coolen Talk führen kann. Auch vielen Dank an die Community, die bis auf einen kleinen Ausrutscher, wo sie mich umbringen wollte und mir den Krieg erklärt hat, mich sehr herzlich empfangen hat. Dankeschön für die Möglichkeit und ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Sonntagabend, Sonntagnacht und vor allen Dingen nochmal vielen Dank an euch drei und an die Regie. Es war geil. Gerne wieder. 10 von 10. 10 von 10. 10 von 10 und jetzt hier. Muss los. Ach so, oh, warte, was? Ich habe noch was. Warte, jetzt. Let's go. Dürfen wir winken? Mit Baby. Ach so, tschüss. Mit uns selbst. Tschüss.
Warte, wenn du in deinem eigenen Kanal ein Twitch-Baby hast, ich so die Feppen für den Weltfrieden, oder? Ey, ohne Scheiß, eben, Feppen für den Weltfrieden. Ich mach selber Kinder. 9 Monate.